Unitouring? Servus, moin und grüezi zum Kulturstream live aus dem Liechtenstein-Studio im Kulturratskeller Hildesheim. Heute feiern wir ein Jahr Kulturstream und die Verleihung des Telegen. Und als ersten Gast begrüße ich Matti Müller. Wo gibt's noch Konzerte, kulturelle Werte mit Applaus und Publikum? Denn auf unseren Bühnen, in Clubs oder im Grünen, ist es derzeit trist und stumm. Doch es gibt eine Antwort, Künstler haben einen Standort, wo, wenn nicht in Hildesheim? Der Stimmungsaufheller im Kulturratskeller ist das Atelier Liechtenstein. Im Kulturstream spielst du für die ganze Welt. Im Kulturstream gibt es manchmal sogar Geld. Im Kulturstream ist ganz Hildesheim am Start. Im Kulturstream holt der Popeye sein Spinat. Im Kulturstream ist die Atmosphäre toll. Im Kulturstream ist der Kühlschrank immer voll. Im Kulturstream gibt's auch Licht in Dur und Moll. Im Kulturstream, im Kulturstream. Schalt ihn ein, schalt ihn ein, schau doch mal im Kulturstream rein. Vor einem Jahr begann das Virus mit dem Wandern, wat ne Riesensauerei. Lito fragte Lucy, sag mal, wo siehst du sie, unsere Zukunft für uns zwei? Livestream aus dem Keller, mach die Sache doch besser, Mensch. Und jetzt habe ich keine Ahnung, wie der Text weitergeht, weil ich ihn ja vorgestern erst geschrieben habe. Aber es ist völlig egal, was bewegen hier. Hier ist jetzt der Kulturstream. Hier geht's jetzt wirklich nur los. Hier. Nur ja, hier, Matti. Genau. Zwei, drei. Im Kulturstream. Siehst du für die ganze Welt. Im Kulturstream gibt es manchmal sogar Geld. Im Kulturstream ist ganz Hildesheim am Start. Im Kulturstream holt der Popeye seinen Spinat. Im Kulturstream, da ist immer was los. Im Kulturstream gibt es manchmal sogar Moos. Im Kulturstream ist das Licht auch Dur und Moll. Im Kulturstream, im Kulturstream. Schalt ihn ein, schalt ihn ein, schau doch mal im Kulturstream rein. Schalt ihn ein, schalt ihn ein, schau doch mal im Kulturstream rein. Delia! Schalt ihn ein, schau doch mal im Kulturstream rein. Guckst du denn auch immer Kulturstream? Natürlich gucke ich den Kulturstream. Ja, ich habe auch nichts anderes erwartet. Olli, was ist mit dir? Das ganze Jahr nur Kulturstream. Das ganze Jahr Kulturstream. Es ist auf deiner Favoritenliste. Hundertprozentig ganz weit vorne. Das habe ich mir gedacht, das habe ich mir gedacht. Heute gibt es ein Jahr Kulturstream. Und jetzt gibt es mal die Gelegenheit, allen zu danken, die hier mitgewirkt haben und das ermöglicht machen. Das ist Lito und Lucy und Zani, aber auch Ecki und Ingo, wer nicht alles dazu gehört, es gibt viel zu viele, um sie alle zu nennen. Meine Fresse und Delia und Olli natürlich. Ach. Atmen, Matti. Im Kulturstream spielst du für die ganze Welt. Im Kulturstream gibt es manchmal sogar Geld. Im Kulturstream ist ganz Hildesheim am Start. Im Kulturstream holt der Popeye sein Spinat. Im Kulturstream. Was machen wir jetzt? Im Kulturstream. Da war irgendwas mit Kühlschrank, ne? Irgendwas. Ich jetzt weiß ich. Im Kulturstream gibt es Licht und Dur und Moll. Im Kulturstream. Im Kulturstream. Im Kulturstream, Baby! Ja, stimmungsvoller könnte man in so einen Abend nicht hineingeraten mit dem unvergleichlichen, einzigartigen Matti Müller. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer, ein Jahr Kulturstream. Normalerweise
steht einer von uns beiden alleine hier. Entweder diese charmante junge Dame oder ich. Und es ist mir heute eine besondere Ehre, eine große Freude. Und ich sage danke, dass ich heute dein Co-Moderator sein darf. Und darf dich herzlich vorstellen, die unvergleichliche Delia Nitschke. Dankeschön, dankeschön. Lieber Olli, was soll ich sagen? Ich habe hier viele Sendungen alleine gemacht und ich bin so froh, dass du hier eingesprungen bist und jetzt ein Teil dieser Sendung geworden bist. Dass wir heute hier zusammenstehen dürfen, ist auch für mich eine große Ehre, denn du bist auch außerhalb dieses Kulturstreams einfach ein Name und das finde ich toll. Ich finde, mit dir zusammen moderieren ist immer noch mal was ganz Besonderes. Meine Damen und Herren, an meiner Seite der charmante Olli Mau. Vielen Dank. Und wie sich das für einen Herrn von Welt gehört, tritt er zurück, wenn die Dame das Wort hat und das machen wir jetzt. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Abend. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Und jetzt hat sie das Wort, Delia Nitschke. Vielen Dank, lieber Olli. Natürlich ist Olli nicht weg. Olli kommt wieder. Und es kommt heute noch sehr viel mehr wieder, denn wir haben heute unglaublich viele Gäste. Sie haben es mitbekommen, wir feiern ein Jahr Kulturstream. Ein Jahr gibt es dieses sensationelle Projekt schon. Ein Jahr gibt es hier Künstler und Künstlerinnen, die auftreten, die ihre Talente mit uns teilen. Was hat hier stattgefunden? Fusionen, politische Diskussionen. Wir haben junge Künstler, wir haben ältere Künstler, wir haben alles dazwischen. Wir hatten Artistik, wir hatten Musik und. Alles jetzt aufzuzählen würde den Abend sprengen, aber seien Sie auf eins gefasst, heute Abend gibt es wieder, wie immer, ein paar sensationelle Fusionen, auf die Sie sich gefasst machen können. Aber dafür möchte ich erstmal die wichtigste Person nochmal sprechen, die für die Initiation dieses Projekts zuständig ist. Lieber Lito, du wolltest gerade, ich sehe schon, du möchtest gerne was sagen, oder nicht? Ich sehe das doch. Ich wollte eigentlich gerade verzichten, was zu sagen, keine Chance. Und ich muss, glaube ich, auch das Publikum heute ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich unheimlich, dass ihr immer dabei seid. Ich freue mich, dass du immer dabei bist. Vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein darf. Ja, und ich werde nachher noch ein bisschen zu Wort kommen. Und insofern übergebe ich das lieber noch dem Profi. Ach ja, danke schön. Proföse? Ja, also sagt man eigentlich Proföse? Der Profi? Profiler? Das klären wir im Laufe der Sendung. Das klären wir noch. Proföse, Ich würde ja glatt sagen Professionelle, aber naja. Ich will gar nicht so viel sprechen, denn ich habe es ja eben schon gesagt, das Hauptwerk dieses Streams sind die Künstlerinnen und Künstler. Und heute haben wir ganz viele hier, die schon bei uns zu Gast waren und die sich gedacht haben, das hat uns so viel Spaß gemacht. Kommen wir doch einfach wieder. Meine Damen und Herren, am Piano sitzt bereit in den Startlöchern Achim Falkenhausen zusammen mit Bonita Niesen. Applaus. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Top down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine. Come hear the band. Come put your band out. We're playing. What's the use? Your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe all your tears away? Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. I used to have a girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I've ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she looked at me and say, what good is sitting
all alone in your room. Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, and as for me, I made my mind up back in Chelsea. When I go, I'm going like Elsie. Start by admitting from cradle to tomb, it's not that a long a stay. Life is a cabaret, old chum. It's only a cabaret, old chum. And I love a cabaret. Yeah. Die zauberhafte Bonita und Achim Falkenhausen, vielen, vielen Dank für diesen sensationellen zweiten Song. Wir hatten ja schon einen. Vielen, vielen Dank. Wir hören noch mehr von euch, richtig? Ich freue mich. Und Bonita, darf ich kurz mal sagen, dreh dich mal bitte einmal kurz für alle. Wie wunderhübsch sieht diese Frau nicht sensationell aus? Sensationell. Aber du sahst Danke, immer, wenn Delia. Du hier warst, so sensationell Thank aus. Thank you. Oh. Ja. Oh. Wunder, wunderschön. Also nicht nur zauberhafte Stimme, zauberhaftes Outfit. Und Achim, das Jackett besticht. Was soll ich sagen? Wunderschön. Vielen Dank. Bis später. Macht Thank es gut. You. Oh Gott, jetzt habe ich, das war gar nicht so klug, im Hintergrund mitzutanzen, denn vielleicht sieht der, Sie sehen das gar nicht, meine Schuhe heute, das sind Schuhe, in denen ich normalerweise sagen würde, in denen kann ich besonders gut sitzen. Mehr kann ich darin nicht, aber für Sie habe ich heute weder Kosten noch Schmerzen noch Mühen gescheut und habe diese Schuhe angezogen, denn für unsere Gäste ist mir kein Zeh zu schade. Machen wir weiter. Wer aufmerksam den Kulturstream verfolgt und auch auf der Homepage ein bisschen geschmökert hat, der wird bemerkt haben, dass wir heute einen Preis verleihen. In meinem Hintergrund sehen Sie wunderschön gestaltet, wunderbare Sektflaschen mit dem Logo der letzten Public. Auf der waren wir nämlich zu sehen mit dem Kulturstream. Vielen Dank an dieser Stelle auch für den tollen Artikel und die super, super Unterstützung. Ja, und wir verleihen heute das sogenannte Telegen. Was ist denn das? Ich erkläre es Ihnen. Besonders herausragende Fernsehmomente, davon hatten wir einige. Deswegen glauben Sie uns, die Entscheidung ist den Künstlern Lucy und Lito nicht leicht gefallen, aber es gibt eine Auswahl und ich habe die große Freude, den ersten Künstler zu ehren. Dafür nehme ich meine Notizen. Und zwar Telegen in der Kategorie Youngster, da freue ich mich ganz besonders drüber. Er war hier im Kulturstream gemeinsam mit anderen Künstlern, die musikalisch, würde ich sagen, so tendenziell Richtung Hip-Hop gehen würden. Auf jeden Fall ganz großartige Musik. Deswegen, ich will gar nicht lange warten. Der Telegen in der Kategorie Youngster geht an Hektik 311. Komm nach vorne. Komm nach vorne. Mein Lieber, stell dich doch einfach stell dich bitte hin. Hi. Wusstest du das? Das ist eine große Überraschung. Ja, natürlich ist das. Pass auf, du siehst diese Flasche hier auf dem Sockel. Bitte nimm sie. Bitte behalte sie, halte sie in Ehren. Nicht alles auf einmal trinken, mein Jung. Aber ich wollte dich gerade einladen, selber schuld. Das ist, wir müssen ja nicht alles auf einmal trinken. Selber schuld. Wenn jeder Künstler mich heute einlädt, dann würde ich sagen, reicht das auf jeden Fall. Es gibt zu jedem Künstler, der heute einen Preis bekommt, auch einen Videoeinspieler. Liebe Lucy, zeig uns das Video. Oh oh. Ey, für den Moment hab ich verloren, was ich wollte, geht vorbei, doch geht mir ein, dass es jetzt besser ist. Und dann beginnt der Teufelskreis und vorne meine Träume ganz verloren, obwohl sie sagen, dass es besser ist. Fühl ich mich innerlich verloren, was ich wollte, geht vorbei, doch geht mir ein, dass es jetzt besser ist. Und dann beginnt der Teufelskreis von vorn, obwohl sie sagen, dass es besser. Hau ich mir Nächte leise, becherweise Becher rein, Hämmer, Bretter zu Tellern und Tellner können nicht lang Tellner bleiben. Die Zeit verändert, ich verende in Veränderei. Vielleicht wird es nicht besser, doch ich weiß, es kann auch schlechter sein. Ich smile, und wenn der Kontostand nichts Gutes sagt, mach ich mir trotzdem noch einen guten Tag. Smile, ey Papa,
in meiner Wohnung statt Palast. Grad die Kurve so gekratzt, wird auch die Kohle langsam knapp. Ich smile, denk nur an das, was wirklich wichtig ist. Smile, auch wenn's nicht richtig ist. Yeah. Sensationell, super, lieber Hektik, richtig groß. Der Lito hat ein paar Worte für dich. Ja, ich habe ein paar Worte an dich. Die muss ich jetzt aussprechen. Ja, wir haben dich ausgewählt, weil wir halt sehr fasziniert waren von deinem Engagement hier und deinem Auftreten. Und was man wohl auch besonders erwähnen muss, du hast dich da dann auch rausgewagt und hast dir bei Hip-Hop in Instruments deine Musik einer Band in die Hand gegeben, vertrauenswürdig, was auch nicht jeder Musiker so einfach macht. Da muss man schon ein bisschen offen für haben. Die haben dann deine Beats instrumental gespielt. Das dürfen wir auch später nochmal hier hören oder sogar sehr bald. Das hat uns sehr begeistert. Du warst auch nicht nur einmal hier. Das erste Mal warst du mit der 3-Elva-Crew da. Dann warst du bei einer Hip-Hop and Instruments, dann bei der X-Jam Hip-Hop and Instruments. Als DJ zwischendurch nochmal, als No Lash und Coda waren, Grüße an die Brudis auf jeden Fall. Richtig. Verrückt. Ja, also mein Dank geht natürlich auf jeden Fall an die Band zuerst. Es ist ein super geiles Gefühl, seinen Beat zu produzieren und den irgendwo live zu spielen. Aber es ist nochmal eine ganz andere Nummer, seinen eigenen Beat einer Band zu zeigen und den dann auch mal instrumental zu spielen. Das ist lieber an euch. Ja, das war für uns auch. Lieber an euch natürlich, um Gottes Willen. Das war für uns auch ein sehr faszinierendes Ergebnis. Und ja, dafür wollen wir dir danken, dafür möchten wir dich auszeichnen. Und vor allen Dingen, deshalb möchten wir dich heute hier auch nochmal hören. Und was ich auch nochmal ausrichten will, viele Grüße an alle Hip-Hopper aus Hildesheim, ja. Alle 3-Elva und so weiter. Wie heißen sie alle? Karanova, Lash. MB auf jeden Fall, der auch gerade zuguckt. Was genau, richtig. Genau. Janu ist auch mit am Start. Wahnsinn. Ich könnte jetzt locker 20 Namen aufzählen. Vorsicht, geh nur nicht zu weit nach hinten. Sonst. Na, der Hektik ist auch so ein bisschen in Vertretung für euch da. Wir können ja jeweils auch immer nur einen einladen, auch keine Gäste hier im Studio. Und Hektik steht hier heute auch für Hip-Hop in Hildesheim. Vielen Dank, Hektik. Ich übergebe nochmal. Vielen Dank an euch. Ich würde jetzt echt gerne den Korken knallen lassen, aber ich glaube, das müssen wir später machen. Das machen wir auf jeden Fall später. Das ist ja das Tolle an diesem Kulturstream. Wir sind ja hier wirklich offen für alles, für jede Form von Kunst, für jede Form von Musik. Und anfänglich habe ich gesagt, so oh, Hip-Hop und dann diese jungen Menschen. Und dann hab ich euch das erste Mal gehört und ich war so begeistert von eurer Leidenschaft und euren Texten. Und danke. Und dann hast du mich sogar gefragt, ob wir zusammen was machen. Und da dachte ich so, jetzt, also dass er mich, alternde Moderatorin, daran teilhaben lässt. Das war natürlich für mich ganz großes Vergnügen. Und jetzt haben wir dich so gelobhudelt. Jetzt musst du auch abliefern, würde ich sagen, oder? Ja. Ich würde sagen, wir bitten einfach mal die Band nach vorne. Erst kommt noch wer? Ach so, Entschuldigung. Habe ich noch nicht. Entschuldigung. Ich habe es auch noch gar nicht gehört. Ich muss nur einmal hier ganz kurz. Okay, dann würde ich aber tatsächlich sagen, dann mache ich an dieser Stelle den Platz frei, richtig? Denn jetzt kommt wieder der Olli zu mir, richtig? Ich mache den Platz frei. Soll ich hier warten oder wie läuft das jetzt ab? Du bleibst einfach da stehen und bist Zeuge der nächsten Preisverleihung. Denn den nächsten Preis darf ich verleihen. Und es ist mir eine besondere Ehre, denn ich bin mit diesem Mann ins neue Jahr gestartet. Der Telegen in der Kategorie Deep Power wird verliehen an den einzigartigen Mann der vier großen Seiten, an Hinnemar Heinicke. Hinne, dein Preis steht hier und ich würde mich freuen, wenn du ihn gleich an dich nimmst. Steht auch dein Name drauf, ist auch wirklich für dich personalisiert, so wie sich das auch gehört. Wahnsinn. Hinne, wie ich bereits gesagt habe, du hast hier auch deine Spuren hinterlassen. Wir sind zusammen ins neue Jahr gekommen. Haben uns auch so abseits dieser Veranstaltung so ein bisschen unterhalten. Sind denn deine Wünsche für das neue Jahr bisher in Erfüllung gegangen? Noch nicht so ganz. Der große Wunsch ist ja, endlich wieder Live-Musik zu machen unter den Bedingungen, wie wir sie kennen. Und Hinne, das ist noch nicht abzusehen. Ne? Live-Musik ist ja nun dein großes Steckenpferd. Wenn man dich sieht an deinen vier Seiten und du hast hier auch Schlagzeug gespielt, du bist so ein Multi-Instrumentalist. Was kannst du nicht spielen? Was kann ich nicht spielen? Saxophon. Saxophon. Vielleicht ist das was für das kommende Jahr. Das wäre vielleicht fürs nächste Jahr oder keine Ahnung. Weil ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht mit viel Glück wieder Silvester zusammen feiern. Okay. Herzlichen Dank, dass du da warst. Der Preis geht an Hinnemar Heinicke. Und wir wollen natürlich auch Hene natürlich, wie sich das auch gehört, auch für, wir haben es bei Hektik vorgemacht und wir machen es bei Hene natürlich nach. Wir wollen ihn natürlich sehen. Jetzt bin ich gespannt. Musik.
us on. Look into the book of life and you will see. Herr Hinner, wir haben einige eindrucksvolle Bilder von dir gesehen. Da war zum Schluss noch die Silvestersause. Ich erinnere mich. Und natürlich muss unser Juror auch sagen, warum, wieso, weshalb heute er diesen Preis bekommt. Ich gebe das Wort an Lito Bührmann. Ja, lieber Hene, du hast dich vielleicht auch schon gewundert, die Kategorie Deep Power ist nicht so oft bei Preisverleihungen vertreten. Die haben wir sozusagen extra für dich erfunden, weil mit Hene ist das immer was ganz Tolles so zusammen zu produzieren. Er hat anscheinend seine Aufmerksamkeit überall und wenn irgendwo was nicht rund läuft, dann ist Hene sofort heimlich plötzlich von hinten, steht er neben einem und hilft einem, dass es rund läuft und bringt damit immer so viel Ruhe mit, so viel Power. Und mit seinem Bass ja auch immer eine sehr gute Basis für alle. Und ja, diese Stimmung, die du mitbringst, dafür möchten wir uns besonders bedanken. Sowas verdient Beachtung. Und außerdem bist du ja auch ein toller Multi-Instrumentalist und ein toller Musiker, mit dem wir bisher sehr viel Spaß hatten. Insofern, der Telegen in der Kategorie Deep Power Hene. Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Herr Hene, es gehört sich natürlich auch so, dass natürlich der Preisträger jetzt nach Worten sucht. Ich versuche dich noch ein bisschen anzumoderieren, dass du dir vielleicht noch ein bisschen was überlegen kannst. Aber es gehört jetzt eigentlich auch von dir jetzt ein paar Dinge dazu zu hören. Bist du überrascht, dass du den Preis bekommen hast? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nicht mitgerechnet. Aber du bist doch ein Teil und ein Gesicht dieses Streams. Das schon, aber man fühlt sich doch nicht irgendwie preisverdächtig. Doch, das bist du. Wo wird dieser Preis? Wird er ausgetrunken oder wird er aufbewahrt? Ich trinke seit 35 Jahren kein Alkohol. Ich gehe mal davon aus, da ist Alkohol drin. Ist er. Und das heißt, der kommt bei mir ins Studio an eine besonders schöne Ecke und dann kann ich den allen Leuten zeigen, die bei mir ins Studio kommen. So machen wir das. So, und die Musik haben angekündigt, die Musik ist da in Schenkenfeld. Hektik ist da, er pustet auch schon durch. Jetzt wollen wir euch natürlich auch gemeinsam musikalisch hören. Ihr habt noch einen dritten dabei, ihr habt noch einen vierten dabei, die Band füllt sich. Und Delia kommt dazu und ich freue mich und gebe das Mikrofon wieder weiter. Vielen Dank, lieber Olli. Nee, weiter nicht. So, ich stelle mich mal neben unseren schönen Preis. Lieber Hektik, bist du mir böse, wenn ich für den Song die Schuhe ausziehe? Du hast sie gewaschen, oder? Die Füße? Ja. Nee, ist ja Samstag, einmal in der Woche mache ich das. Dann ist es voll in Ordnung. Ja, das geht. Nein, Delia fällt nur einfach gleich um. Ich habe groß meine Schuhe angekündigt und schon falle ich um. Genau, wir haben zwei Songs für euch mitgebracht. Oder ich habe zwei Songs mitgebracht. Nein, wir haben zwei Songs mitgebracht. Ich glaube, das war auch einer der ersten Songs, die wir gespielt haben. Ja, Wahnsinn. Nach wie vor aktueller denn je. Wenn ich mein Leben zwischen Trümmerteilen, stell ich mir vor, es könnte schlimmer sein. Ich smile. Und wenn der Kontostand nichts Gutes sagt, mach ich mir trotzdem noch einen guten Tag. Smile. Ey, Partzimmer, Wohnung statt Palast. Hab grad die Kurve so gekratzt, wird auch die Kohle langsam knapp. Ich smile. Denk nur an das, was wirklich wichtig ist. Smile, auch wenn's nicht richtig ist. Yeah. Finde ich mein Leben zwischen Trümmerteilen, stell ich mir vor, es könnte schlimmer sein. Unter deinen Füßen ist inzwischen nur noch dünnes Eis. Keine Zeit, kein Verbleiben, immer pleite und es kümmert kein. Vielleicht sitzt du auch heute mit dich im Knast oder bist frei und kannst dich trotzdem nicht so freuen, auf was du machst. Ey, ständig Kampf, ständig wird das einfache zur Last. Bist nicht frei, obwohl du frei bist und hast heute knapp verpasst. Ey, was geht ab? Der Zeiger bleibt nicht stehen und kehrt zur Spätschicht. Keinerlei Verspätungen, versteht sich. Keiner holt hinein auf seiner Runde durch das Ewig. Nur ich such meinen Weg aus diesem Käfig, denn alle gehen wie Lemminge da raus, Mann. Ey, lasst mich raus da. Geht davon aus, einer wird denken für die Crowd, aber nee. Und es wird laut, wenn's mal stille war. Alles verändert sich, das Blau des Himmels ist noch da. Yeah, find ich mein Leben zwischen Trümmerteilen, stell ich mir vor, es könnte schlimmer sein. Ich smile. Und wenn der Kontostand nichts Gutes sagt, mach ich mir trotzdem noch einen guten Tag. Smile. Ey, Partzimmer, Wohnung statt Palast, hab grad die Kurve so gekratzt, wird auch die Kohle langsam knapp, ich smile.
denk nur an das, was wirklich wichtig ist. Smile, auch wenn's nicht richtig ist, yeah. Und für mein Glück muss ich kein Geld haben. Ich find es seltsam, die ganze Welt erstickt in ihrem Geldwahn. Hier musst du Bands fahren. Und willst du jemand sein, musst du im besten Fall am ganzen Körper Pelz tragen. Facebook wird zum Tagebuch, wechsel den Filter, worauf wartest du? Keine Zeit für Twitter, ich hab klar zu tun. Mann, ich werd nahezu wie Gras verdammt und hart verflucht. Denn er schreibt seine Doktorarbeit und ich schreib meine Parts im Zug. Art Attack, bastel an meine Rap-Sets. Immer noch lang kein Teil von der Maskerade über Snapchat. Ich genieß den Tag, hab keine Sorgen um das Dasein. In den Morgenstunden wach, weil ich schon vor der Arbeit Part schreibe. Auch große Mühen sind weit entfernt zu klein. Ich würd zwar gern drauf rant, ob bis dich jemand hört, musst du erst lernen zu schreien. Dann wird es still bei all dem Krach da draußen. Und wenn das Leben dir nix bieten kann, dann wach mal auf, yeah. Find ich mein Leben zwischen Trümmerteilen, stell ich mir vor, es könnte schlimmer sein. Ich smile. Und wenn der Kontisch da nix Gutes sagt, mach ich mir trotzdem noch einen guten Tag. Smile. Ey, Parts in meiner Wohnung statt Palast. Und grad die Kurve so gekratzt, wird auch die Kohle langsam knapp. Ich smile. Denk nur an das, was wirklich wichtig ist. Ey, smile, auch wenn's nicht richtig ist. Ey. Dennis brennt das an der Gitarre, meine Damen und Herren. So, du hast noch einen Song, richtig? Einen habe ich noch mit. Ich darf eine Pause machen. Yippie! Ja, du darfst eine Pause machen. Mach ich. Du darfst die Schuhe auch nicht weiterhin ausziehen, ich glaube. Nein, jetzt lasse ich sie an. Ich trinke nur ganz kurz einen Schluck und dann erzähle ich was und dann legen wir los. Ja, seit dem letzten Kulturstream trinke ich auch nur noch Wasser auf der Bühne. Falls jemand sich fragt, warum, das kann man bestimmt noch bei YouTube finden. Ja, der nächste Song ist, oh Gott, ich glaube am 23.01. released, auch mit Video, auch bei YouTube. Gerne mal Nebel in der Hood eingeben oder Hektik 311, dann findet ihr das auch. Ich liebe das, den mit euch zu spielen, ohne Scheiße. Ey, man trinkt die Wein mit einem Schluck. Mit jedem Armgang zur Tanke wächst der Frust. Täglicher Wahnsinn, alles wartet auf den Schuss. Seele kaputt, Nebel in der Hut. Man tränkt die Fakten mit nem Schluck. Mit jeder Flasche wächst der Frust. Täglicher Wahnsinn, alles wartet auf den Schuss. Seele kaputt, Nebel in der Hut. Nebel in der Hut. Gut mit einem Schluck. Drehen bis auch der letzte Ruf verstummt. Ey, circa jeder sechste Zug ist bunt. Leben in einem Sumpf. Regeln das mit Sumpf. Dichter Nebel in der Hut. Alles verschwimmt in Phasen. Es sind wir blind am Abend. Später stört das Licht beim Schlafen. Hinterfragen, fragen, wo der Sinn wäre. Wissentlich, wir wissen's nicht und wissen nicht, wer hinfährt. Ey, auf der Bahn, von der Bahn abzukommen. Wollen nicht erinnern, unsere Finger zittern, Parkinson. Ich brauch den Teufel nicht erwarten, denn er wartet schon. Ey, wie kommt man nicht klar, ohne nicht klar zu kommen? Er tränkt die Wein mit nem Schluck. Mit jedem Abendgang zur Tanke wächst der Frust. Täglicher Wahnsinn, alles wartet auf den Schluck. Seele kaputt, Nebel in der Hut. Er tränkt die Fakten mit nem Schluck. Mit jeder Flasche wächst der Frust. Täglicher Wahnsinn, alles wartet auf den Schuss. Seele kaputt, Nebel in der Hut. Nebel in der Hut. Nebel in der Hut.
eines Tages Licht warten, ohne Wartepflicht ahnen unseren Wahnsinn nicht. Schaden durch verstrahlten Shit denken nicht an existente Ängste ohne klare Sicht. Wir legen keinen Wert auf eure Norm. Wir stürzen ab und kommen trotzdem nicht mehr runter. Die Luft in unserem Käfig schmeckt nach Amsterdam. Legt sich der Nebel, fängst beim Anfang an. Man tränkt die Wein mit einem Schluck. Mit jedem Abendgang zur Tanke wächst der Frust. Täglicher Wahnsinn, alles wartet auf den Schuss. Seele kaputt, Nebel in der Hut. Man tränkt die Fakten mit einem Schluck. Mit jeder Flasche wächst der Frust. Täglicher Wahnsinn, alles wartet auf den Schuss. Seele kaputt, Nebel in der Hut. Nebel in der Hut. Nebel in der Hut. Nebel in der Hut. Ich ertränk dich. Ich ertränk dich. Ich ertränk dich, ertränk die Wein mit nem Schluck. Mit jedem Abendgang zur Tanke wächst der Frust. Täglicher Wahnsinn, alles wartet auf den Schuss. Seele kaputt, Nebel in der Hut. Ertränk die Fakten mit nem Schluck. Mit jeder Flasche wächst der Frust. Täglicher Wahnsinn, alles wartet auf den Schuss. Seele kaputt, Nebel in der Hut. Dankeschön. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Sorry, dass die Stimme so ein bisschen kneipenartig sensationell. War. Alles gut, das ist doch schön. Da können wir uns schon mal wieder drauf einstellen, wie es wäre in der Kneipe. Ja, eben, eben. Video ist auch tatsächlich in der Kneipe gedreht. Grüße an die Mädels, die gerade aus der Geburtstagsrunde zugucken. Ich glaube, jetzt bin ich alles los. Jetzt bist du kannst noch was sagen. The stage is yours. Ich glaube, ich bin fertig. Alles klar. Nochmal lieber an euch. Jetzt bin ich wirklich fertig. Liebe an euch. Gut, vielen, vielen Dank. Schön, du bist auch genau wie jeder andere jederzeit hier wieder eingeladen. Du bist immer herzlich willkommen. Und ja, ich freue mich, dass du hier Teil dieses Kulturstreams bist. Viel Spaß mit dem Sekt. Auf Ex, Abmarsch. Ja, Applaus. So, jetzt könnte man meinen, dass das ein Fehler ist, dass hier zwei Flaschen stehen. Es ist kein Fehler, denn als nächstes darf ich zwei Künstler ankündigen und einen Preis an zwei Künstler verteilen. Und vorher haben Olli und ich uns so ein bisschen abgesprochen, wer moderiert was. Und ich bin ganz ehrlich, es gab so ein paar Herzensmenschen, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, die will ich unbedingt hier vorne haben. Ich werde erstmal die Kategorie anteasen. Den Telegen in der Kategorie Multitalent. Den verteile ich jetzt an die folgenden Herren, Dennis und Nick. Applaus! Wow. Kommt nach vorne! Yeah. Ihr zwei, nehmt euren Preis. It's yours. Und eure Mikros natürlich, genau. Danke an Jan, der heute den Ton macht. Applaus für Jan. Ohne den wären wir hier alle gar nicht zu hören. Lieber Dennis, lieber Nick. Hallo. Es ist ein schöner Weg, den wir hier gemeinsam miteinander begehen durften. Dennis war einer der allerersten Gäste hier bei uns im Kulturstream. Du hattest, wir kannten uns irgendwie so flüchtig aus dem Irish Pub und habe ich gesagt, das ist ein cooler Musiker, der kriegt spontan was hin. Und dann hast du zwischendurch hier den Ton gemacht und jetzt bist du fester Bestandteil und als Multitalent nicht wegzudenken. Und auch Nick war bereits in der Andreas-Passage als Gast und hat dort, da war der Wahnsinn, ich kannte bis dahin, wusste ich nicht, was eine Loopstation ist. Dank Nick weiß ich das jetzt. Und dann haben wir spontan einmal quer über dieses lustige Bäckereibüro Britney Spears performt. Ich habe keine Ahnung, aber seitdem hast auch du einen Platz in meinem Herzen. Ihr zwei seid ausgezeichnet als Multitalent. Kommt das überraschend oder sagt ihr, nee, war ja klar? Klar war das auf jeden Fall nicht. Also, um ehrlich zu sein, dachte ich, wird das an eine Person verliehen heute Abend, der Telek. Aber dass wir beide jetzt auch hier stehen dürfen, das ist sehr überraschend. Vielen Dank. Wer ist Platz 1? Nein. Das interessiert mich. Pass auf, ich würde Folgendes vorschlagen. Wir haben noch einen Videoeinspieler. Ich würde sagen, wir zeigen den und dann dürfen die Zuschauer entscheiden. Okay. Los geht's. Los geht's. This time I won't let you break my heart in two. They say it was your fault.
Cause I know you could have done more. Oh, you're so naive, yet so inviting and inciting me to ride. You are. Dennis, genau so. Mats über dich. Wir wollen die Zuschauer nicht mit zu viel Talent überfordern. Deswegen machen wir jetzt eine kurze Pause und ich übergebe das Wort an Lito. Ja, lieber Dennis, dir haben wir eigentlich unseren besonderen Start damals mit zu verdanken. Zumindest tonmäßig war es so ein richtiger Quantensprung, als du ins Team gekommen bist. Du warst bei uns zu Gast als Solist, hast gesehen, wie das bei uns läuft. Wir haben alles mit allen Händen auf einmal gemacht. Mit vier Händen alles auf einmal. Und du hast gesagt, Mensch, ich kann euch helfen. Ich kann ein bisschen mischen und ich komme dazu. Und aus ein bisschen helfen wurde dann, dass du, ich weiß nicht über wie viele Monate oder Wochen hinweg, wirklich jeden Abend da warst. Das war noch die Zeit, wo wir 5 Sendungen die Woche hatten. Ja. Und das war auf jeden Fall ein ganz riesiger Sprung für uns auch, plötzlich jemanden zu haben, der da am Ton sitzt. Und das hat sehr viel Spaß mit dir gemacht. Und darüber hinaus warst du ja nicht nur Tonmann, du warst dann auch Showband. Man hat das gerade gesehen, als du am Klavier saßt. Da hattest du auf der anderen Seite noch die Regler. Und hast dich eigentlich jedem Musiker, der jetzt solo da war, angeboten, ihn auch mal kurz zu begleiten. Da hatten wir echt schöne Situationen. Ist ein Riesenspaß gewesen und ist auch ein Riesenspaß, dass du heute da bist. Dennis Brendes, der Telegen in Multitalent. Vielen, vielen lieben Dank. Möchtest du ein paar Worte noch loswerden? Ja, also ich muss auch noch mal ein großes Danke an dieses wunderbare Team richten, also Delia. Da, was soll ich sagen? Es ist wirklich, wirklich schade, dass ich weiß gar nicht, ob man das schon sagen darf, aber es ist ja leider heute ein letztes Mal. Ja. Das tut mir im Herzen weh. Aber ich muss sagen, als ich davon gehört habe damals, dass Lucy und Lito einen Kulturstream machen wollen, war ich sofort total begeistert und dachte mir, das muss man irgendwie unterstützen. Und da ich sowieso im Lockdown nichts zu tun hatte, dachte ich mir, komm, bietest du deine Hilfe an, und es hat mir echt diese ganzen Monate, auch die wir dann hier gemacht haben mit der Technik und diesen ganzen Herausforderungen, die sich auch uns gestellt haben, dass wir das so gemeistert haben und dass wir jetzt so weit gekommen sind nach einem Jahr, das macht mich echt glücklich und ich hoffe, das geht noch lange so weiter. Vielen, vielen Dank, lieber Dennis. Aber ihr steht dort nicht ohne Grund zu zweit. Lieber Nick, auch du hast den Sekt für Multitalent. Deswegen würde ich sagen, damit die Zuschauer draußen auch wissen, warum, würde ich sagen, Mats ab. Der das ist so ein Wetter, kleine das Gerücht, ne? Prinz. Hallo, kleiner Prinz. Danke. Weil ich Freunde und nicht nur Kollegen habe, bin ich nicht so wie ihr. Corona. Before I drive real safe. Sachen und geh weg von mir, ey. Ich kann nur noch meine Cap verlieren, man, ich muss weg von ihr und es kommt halt weg von ihr, ey. Schuldner übertreibt. Hey, lieber Kapitalismus, du hältst nicht, was du versprichst. Du wolltest Menschen noch glücklich machen. Nick, Duschek, Applaus! Ja, wie gut ich damals aussah. Mega. Mega, tut mir leid für alle, die jetzt zugucken, dass ich jetzt in diesem Zustand bin, aber damals, Mensch,
Ja, glaub, das war noch ganz am Anfang vom Lockdown. Ne? Da war es noch wie frisch. Wie alt war ich da? Noch 18, 19 oder so. Ja, vielleicht so. Auch ja, diese Lache, Nick, sensationell. Nick, auch von mir ein paar Worte an dich. Nick kam etwas zeitversetzt zu Dennis, hat sich ja auch angeboten, hat Dennis unterstützt und die beiden haben abwechselnd hier Ton gemacht. Und wie ihr eben gesehen habt, Nick ist auch ein Multitalent und ich weiß gar nicht, was du hier alles nicht gemacht hast. Und es hat tierisch viel Spaß gemacht und es hat auch gut gefunzt. Und am schönsten fand ich da eben in dem Rückblick eigentlich ja mit einer der ersten Sendungen von uns in Andreas Passage, da hatten wir nur Platz für einen Solokünstler. Und Nick stand ganz hinten im Schaufenster, weil wir hatten Dominik Grünen zu Gast. Und dann hat Nick auch noch gesungen, wie war das doch gleich, Kapitalismus? Genau. Hey, lieber Kapitalismus, haben wir gerade schon gehört. Und das ging dann irgendwie genau kreuz und quer mit dem Talk über Business, was wir da geführt haben. Und das war wirklich ein tierisches Vergnügen. Dann blieb noch dieser Herr am Schaufenster stehen. Und ja, später wurde dein Talent hier ja auch noch entdeckt. Und du wurdest von dem Party-Jazz-Trio, was wir auch eben gesehen haben, mit André Rössig gebucht und spielst für die jetzt Schlagzeug. Ich weiß ja nicht, ob man in Corona jetzt überhaupt... Seid ihr dazu gekommen mal wieder oder... Wartet ihr noch? Ich glaube, auch Jazz ist nicht erlaubt, aber wir haben Jazz ein bisschen proben können im letzten Sommer. Ja, steht auch auf der Liste, habe ich gehört, Jazz. Alright, ja, hab vielen Dank für dein Engagement. Ja, wir werden dich ja auch gleich noch hören und ja, ich freue mich auf die Zukunft. Lieber Nick, lieber Dennis, von mir noch abschließend zwei Worte. Ich wollte auch noch was sagen. Na, dann erstmal du. ja, das war für alle, also Lito, Lucy, Delia, das war für alle KünstlerInnen, glaube ich, total wichtig, um auch weiter aktiv zu bleiben. So. Also mir fällt es immer schwer, Songs zu schreiben, wenn es keine Bühne gibt. Ich glaube, die Reihenfolge ist immer, Bühne führt zu Songs und nicht Songs zu Bühne, ist meine Theorie. Deswegen großes Dank. Also ich glaube, ohne den Kulturstream hätte ich mich wahrscheinlich ein Jahr von Netflix geknallt. Weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Aber ja, das lässt einfach die innere Maschinerie am Laufen, was ihr hier macht. Und das ist total wertvoll. Und das freut mich sehr. Ich habe in der Zeit, ich weiß nicht, ob die Songs gut sind, aber ich spüre zum ersten Mal einen Song, den ich auch, sage ich mal, für hier geschrieben habe und wegen hier geschrieben habe. Weil ohne Bühne gibt es halt auch keine Groupies und deswegen würde ich sonst nichts machen. Okay. Vielen, vielen Dank für diese tollen Worte. Ja. Achso, und an Delia nochmal. Ach, der ist bedruckt? Ey, das ist ja richtig cool. Ja, meine Damen und Herren. Habt ihr schon Close-Up davon gemacht? Ja. Oh, Dennis ist drauf und ich bin nicht drauf. Habe ich die Flaschen falsch verteilt? Ihr habt die individuell bedruckt. Ach, wie ihr geil. Seid doch verrückt. Wir tauschen nicht, ich will dich haben. Ich will lieber dich als mich auf der Flasche. Okay, gut, hätten wir das auch geklärt. Ah, da steht auch Dennis drauf. Okay, das hätten wir auch merken können. hätte ich ehrlich gesagt auch merken können, aber gut. Ihr zwei. Delia, deine Moderation ist mega Knorke, wie die Jugendlichen sagen. Ich danke dir ganz herzlich. Ein paar letzte Worte noch zu euch, wo ich euch schon mal beide vor der Kamera habe. Was ich an euch beiden so großartig finde, das ist diese Kombination. Ihr seid beide in der Lage, Künstler, mich eingeschlossen, aus dieser Komfortzone rauszuholen und zu sagen, Delia, komm, lass uns doch mal das machen. Oder ich begleite jetzt mal das, ich begleite mal das. Und trotzdem gibt ihr immer ein total sicheres Gefühl. Also man hat bei euch immer das Gefühl, oh Gott, ich mache das jetzt. Und am Ende dachte ich so, Wahnsinn, ihr tragt einen da durch. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Vielen Dank, dass ich im letzten Jahr mit euch diese Erfahrung machen durfte, auch heute noch wieder was mit euch teilen darf. Aber erstmal performt ihr für die Zuschauer draußen. Dennis, ich heul gleich, wenn du mich so anguckst. Ganz ehrlich, wie der guckt. Sorry. Wahnsinn. Wir brauchen auch Tränen heute. Applaus für Nick Duschek und Dennis Brendes. Und jetzt Dankeschön. Ab an die Instrumente. Los geht's. Hey Freunde zu Hause, seid ihr gut drauf? Flamm Smiley, Drip Smiley. Was gibt's noch für neue Smileys, Delia? Was sind die neuen Smiley-Trends? Na gut. Das ist meine Band. Wir haben uns vor 15 Jahren kennengelernt in einer alten Spelunke. Wir haben zusammen viel durchgemacht. Dennis habe ich vor allem beim Heroinnehmen kennengelernt und Hene beim Wasser trinken.
Aber mit Sprudel, also geht. Genau, der Song handelt von Moral, richtiges Killer-Thema. Ich wollte einfach einen Song schreiben, mit dem man möglichst viel Geld verdienen kann. Deswegen Thema Moral. Ist ein Knaller, denke ich. Hier, 111, ne, BPM. Wenn du ein BPM langsamer spielst, dann ist auch okay. Ja, das ist meine Band. Wir haben uns vor 15 Jahren kennengelernt. Dennis habe ich vor allem beim Heroin kennen und Hähne beim Wasser trinken. Song über Moral, weil ich Geld verdienen will. Und 111. Es ist wieder mal Hochzeitszeit. Alle reden übers Hochzeitskleid. Die Braut, sie ist weiß, der Bräutigam ist schwarz. Es fließen Tränen für das schöne Paar. Auch beim Onkel der Braut fließen sie übers Gesicht. Und er fragt seinen Nachbarn, warum ihr Neuer ausgerechnet schwarz ist. Und dieser Nachbar, der bin ich. Und okay, finde ich seine Worte nicht. Will was sagen, entgegnen, na klar. Doch dann meldet sich mein psychischer Apparat. Und ich mache den Übungen mit meiner Moral. Ich mache den Übungen mit meiner Moral. Ich mache den Übungen mit meiner Moral. Wenn es passt, dann handle ich nach ihr, wenn nicht, ist mir egal. Gehen. Wir stehen frierend vor der Großraumdiskothek. Frauen kommen vorbei, bekleidet leicht. Frauenaugen schauen, ja, sie begleitet Neid. Männerfüße gehen, Männerhände fassen. Bis sie sagt, kannst du das jetzt mal lassen? Aus den hinteren Reihen erschallt ein Kommentar. Naja, so wie die aussieht, hat sie ja irgendwie danach gefragt. Und neben dem Kommentator, da steh ich. Und okay, finde ich seine Worte nicht. Will was sagen, entgegnen, na klar. Doch dann meldet sich mein psychischer Apparat. Und ich mache den Übungen mit meiner Mutter. Ich mache den Übungen mit meiner Moral. Ich mache den Übungen mit meiner Moral. Wenn es passt, dann handle ich nach dir, wenn nicht, ist mir egal. An dieser Stelle ist das Lied eigentlich zu Ende, aber mein Manager hat gesagt, Nick, da muss unbedingt noch ein Mitklatschteil rein. Ich dachte, nee, das ist ein ernster Song, das passt nicht. Ich will ja auch ernst genommen als Musiker. Ich will ein ernster Musiker sein. Das ist ein ernster Song über Moral. Da passt definitiv kein Mitklatschpart. Dann meinte er aber, Nick, mit dem Mitklatschpart kannst du wahnsinnig viel Geld verdienen. Der Song verkauft sich doppelt so gut. Mega gut. Ich dachte so, nee, Bruder, nee, machen wir nicht. Und dann hat er eine Zahl auf einen Zettel geschrieben, mit einem Eurozeichen dahinter, mir rübergeschoben über den Schreibtisch. Und ich mache den Übungen mit meiner Moral, ich mache den Übungen mit meiner Moral, ich mache den Übungen mit meiner Moral.
Wenn es passt, dann handle ich nach ihr. Wenn nicht, ist mir egal. Ich mache den Übungen mit meiner Moral. Ich mache den Übungen mit meiner Moral. Ich mache den Übungen mit meiner Moral. Wenn es passt, dann handle ich danach. Wenn nicht, ist mir egal. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Sehr, 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 sehr nett. Ja, und während die geschätzte Kollegin immer noch mit ihren Tränen kämpft und die Jungs eben mit Preisen überreicht hat, ist es jetzt an mir, den nächsten Preis zu überreichen. Und ich freue mich, den Telegen in der Kategorie fantastisch zu überreichen. Was es nachher damit auf sich hat, das wird uns Lito mit Sicherheit erzählen. Und der Preis dafür geht an lebendige Menschen. Herzlich willkommen. Hi. Da ist euer Preis. Funktioniert das? Ja, ne? Da ist euer Mikrofon und da ist euer Preis. Wow, ich darf den nicht überreichen, denn wir müssen natürlich alles auch in diesem fantastischen Studio Corona-konform gestalten. Das ist euer Preis. Wunderbar, das freut uns. Wir haben natürlich auch von euch einen Videoeinspieler und den schauen wir uns jetzt an. In keinem Haus wohnt. Ich bin auch keine Garantie für Erfolg, Sparbücher und Besitz. Ich bin der Obdachlose. Ohne festen Wohnsitz, der immer und überall Unruhe stiftet. Ich bin der Aufwiegler. Der Aufrufe, der Aufschrei. Ich bin der Hippie, Gammler, Black Power, Jesus People. Ich will die Gefangenen befreien. Ich will die Blinden unter euch sehend machen. Ich will die Gequälten erhöhen. Ich will die Liebe in eure Herzen werfen. Die Liebe, die über alles Bestehende hinausbreitet.
eindrucksvolles Video. Und das sind sie in der Kategorie, unser Preisträger in der Kategorie Fantastisch, die lebendigen Menschen. Und ich möchte natürlich unseren Chefjuroren dazu. Und Lito, was hat es mit diesem Preis auf sich? Was hat es mit diesem Preis auf sich? Also erstmal schön, dass ihr gekommen seid. Drasil, Tine und zu Hause sitzt jetzt gerade noch der Lars. Und der ist auch über Zoom zugeschaltet. Ja, hi Lars. Hey Lars. Hi. Ich muss nach rechts gehen. Ah, so. Sehr gut. Da war eben Lars im Bild. Der Lars im Bild, der Schlagzeuger von den lebendigen Menschen. Der genau. Grund, wieso wir euch ausgewählt haben. Also ich kenne euch auch schon länger und auch eure Auftritte schon länger. Wir haben schon mal zusammen auch eine Show gemacht. Da hast du Live-Act gemacht und ich habe Lasershow gemacht. Das war damals genau. Schon eine sehr gigantische Sache. Ja, super cool auf jeden Fall. Ja. Das war auf dem Roten Berg und ich glaube, das war eins der Geschichten, die wirklich allen dort in Erinnerung geblieben sind. Also bei uns auch, das war fantastisch, ja genau. Das war der helle Wahnsinn. Das war 2012, genau, jetzt haben wir 2021 und dann kam ich natürlich auch auf die Idee, dich anzurufen, euch anzurufen, ob ihr hier in die Sendung kommen wollt. Das haben sie zum Glück gemacht. Das ganz Besondere an ihnen ist, der Drasil macht nicht nur Live-Act an analogen Maschinen, also der hat nicht zwei CD-Player, sondern eine ganze Platte voll mit Geräten. Genau. Also Hardware halt, ne? Genau. Hardware. Also digital und analog beides. Also jeder ja. Ton, der da rauskommt, muss einmal von ihm ausgelöst werden und auch wieder angehalten werden. Das kann man so sehen, ja. Das genau. kann man so sehen. Und da baut er ganz tolle Klangkonstrukte. Dazu, also das ist schon mal das Besondere eins, ein richtiger Live-Act mit vielen Maschinen. Dazu kommt dann noch, dass er einen Live-Schlagzeuger hat, den Lars. Den besten Schlagzeuger der Welt. Den besten Schlagzeuger, ja. Ich bewundere ihn immer um seine Kondition. Der sitzt da ja echt und pumpt durch und gibt da den Groove und bringt die Leute zum Beben. Genau, das ist ja der lebende Drumcomputer, sagen wir mal. Der lebende Drumcomputer. Ja, und dann, als wenn es nicht schon genug ist, kommt dann Tine noch dazu mit ihren Licht-Jonglage, Licht-Hula, wie sagt man? Hula-Hoops, SS-Stäbe waren dabei. Ja, und, und das alles in Verbindung sich hier anzugucken, war dann wirklich wie eine Theatervorführung, wo man zwar das Bedürfnis hatte zu tanzen, aber wo es jetzt nicht schlimm war, dass wir hier jetzt keine Tanzparty hatten. Das habe ich ziemlich vergessen. Und es war wirklich toll mit den Vibes, die ihr rübergebracht haben. Das ist schön, das freut uns. Und es war einfach richtig fantastisch und wirklich eine Rarität bei uns, so etwas zu haben. Sowas haben wir wirklich nicht oft. Das war ganz riesig. Danke. Es ist auch in so einer Location, wie ihr das hier bietet und mit diesem ganzen, mit eurer Art auch und super, super schön hier überhaupt sein zu dürfen und das natürlich, das spiegelt sich dann auch bei den Künstlern selber wieder oder bei den Leuten, die jetzt hierher kommen dürfen, so, weil es einfach so viel gute Vibration sind. Also wirklich danke. Ja, danke auch euch. Wir sind auch aus dem Wochenende aus der Show sehr ausgeruht und aufgeräumt vor allen Dingen rausgegangen. Ja, genau. Das hat uns gut getan. Hast du gut gesagt, Lito, weil so ging es uns auch. Es war eine große Anspannung vorher, weil man will ja doch auch was Gutes abliefern. Und danach war so richtig, alles richtig gemacht. Es war ein wunderschöner Abend. Ja, also man kann da nicht anders zu sagen, dass es einfach nur wunderschön war, genau. Und aus diesem Abend ist die Kategorie fantastisch geworden und da ist euer Preis. Dankeschön. Abschließend muss ich natürlich immer auf das Video eingehen. Man probt natürlich so etwas. Und permanent so die Stimme von Klaus Kinski, färbt das so ein bisschen ab vielleicht? Ja, vielleicht. Nein, also das ist so, ich bin natürlich auch so ein Freund von Samples, Spaß-Samples, pack da viel rein aus Filmen, irgendwelchen Dokus, hol mir das raus, was ich gerade so mag. Und genau, und das verarbeite ich dann so in meine Musik. Wir sind gespannt, was noch von euch kommt und werden euch mit Sicherheit nochmal wiedersehen. Herzlichen Dank, schön, dass ihr da gewesen seid, lebendige Menschen. Und bitte vergesst euren Preis nicht. Nein, machen wir nicht. Dankeschön. Lars, genau, Lars. Das ist unser Ja, cool. Die heben wir auf. Freue mich drauf. Genau. Schöne Grüße an Leipzig, Lars. Ciao. Vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Danke. Ciao. Lebendige Vielen Menschen. Dank für alles. Ciao. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht gleich weiter mit der nächsten Kategorie und wir überreichen den nächsten Telegen an einen Mann, der stellvertretend für diese Stadt einiges möglich gemacht hat in diesem Jahr. Unter anderem hat er kurz unter seinem Arbeitszimmer diese Räume kurz und unbürokratisch zur Verfügung gestellt. Und deshalb gebührt ihm und seinem Team der Ehrenpreis. Herzlich willkommen und Preisträger in der Kategorie Ehrenpreis, der Oberbürgermeister der Stadt Hildesheim. Herzlich willkommen, Dr. Ingo Meyer.
Dankeschön, Dankeschön. Igor, erstmal bitte deinen Preis. Schau ihn dir bitte genau an, er hat auch ein bisschen was Überraschendes. Okay, das mache ich natürlich sofort. Ich bitte darum. Telegen 2021. Ja, ja, und drehen bitte mal, noch mal ein wenig. Muss ich noch mal bitte drehen, genau. Ja, wow. Dein Konterfei schmückt diesen Preis. Ja, irre. Das ist ja klasse. Super Idee, also herzlichen Dank. Womit habe ich das verdient? Ich habe das, glaube ich, auch nicht alleine verdient. Da muss man ganz klar sagen, das ist natürlich ein Team. Die Stadtverwaltung hat viele, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich glaube... Ja. Ah, Lito, du bist ja ein Fuchs. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Dr. Ingo Meyer und Team. Genau so ist es. Also, ich gebe den sozusagen weiter. Und wenn wir mal wieder dürfen, dann trinken wir den mit dem Team sozusagen zusammen. Das wollen wir hoffen. Ingo, es ist so knapp ein Jahr her, da gab es hier so diesen großen Corona-Einschlag. Auch für so eine Stadt überhaupt wie dich, natürlich auch eine völlig ungewohnte Situation. Und alle kommen natürlich und wollen irgendwas. Und man hat das ja auch in anderen Städten verfolgt. Die Oberbürgermeister standen da, das wird dir ähnlich gegangen sein. Was mache ich jetzt? Und dann kommen irgendwann diese Kulturschaffenden und du schaffst kurz unter deinem Arbeitszimmer diesen Platz. Was hast du dir dabei gedacht? Ach, das war eigentlich ganz, ganz einfach und ging super schnell. Alle sind in eine Lethargie gefallen und da muss man einfach sagen, Lucy und Lito sind einfach auf uns zugekommen und haben gesagt, Mensch, ihr habt doch da diesen Ratskeller, der steht schon seit einigen Monaten leer und ihr habt den doch sowieso gerade zum Kulturratskeller erklärt. Das war ja, hatten wir ja sowieso als Idee, der war gerade ausgebaut kann man nicht sagen, aber eingerichtet und wir hatten, glaube ich, ein oder zwei Veranstaltungen hier und dann kam Corona und ich glaube, ein paar Tage später, wo alle wirklich... in Shutdown gegangen sind, alle gedacht haben, jetzt geht gar nichts mehr, sind die beiden gekommen und haben gesagt, wir haben da eine tolle Idee, wir möchten gerne den Ratskeller nutzen, um hier zu streamen. Und ich kann nur sagen, das war eine brillante Idee. Wir haben das sofort umgesetzt, weil besser ging es eigentlich gar nicht. Denn sonst wäre das hier alles die ganze Zeit tot gewesen. Und vor allen Dingen, und das finde ich ja das Tolle daran, ihr habt nicht nur hier irgendetwas gemacht, sondern ihr habt den Kulturschaffenden, den Künstlerinnen und Künstlern der Stadt und der Region und auch darüber hinaus eine Basis gegeben, eine Chance gegeben, hier aufzutreten. Und das war ja, als der Shutdown so richtig war und jetzt ja auch wieder, fast die einzige Chance für Kulturschaffenden, irgendwo mal sich zu präsentieren, eine Bühne zu haben und vor Live-Publikum spielen zu können. Ich meine, so ganz live. So wir hier sind live, Ingo. Entschuldige bitte. Ja, da muss ich nicht da. Also, wir sind immer live. Du hast recht. Es war live, aber eben am Bildschirm. Aber das ist ja das Tolle gewesen. Das ging ja anders gar nicht. Wenn du dir das anschaust, ich meine, du hast diese Räumlichkeiten übergeben, da war ist schon ein bisschen was passiert, aber wenn du so nach knapp einem Jahr hier schaust, erfüllt dich das mit Stolz? Absolut, weil Hildesheim ist einfach ist eine Kulturfabrik insgesamt, kann man sagen. Hier haben wir ganz viele Kulturschaffende, ganz viele kreative Menschen. Dazu gehören eben auch die beiden, aber eben auch, Dennis haben wir vorhin schon gesehen, der auch hier mitgemischt hat, oder Delia. Ich war ja mehrfach hier zu unterschiedlichen Themen. Ja, Delia winkt schon, genau. Ich finde das großartig, was ihr hier gemacht habt und ich bin immer wieder beeindruckt, wenn ich hier bin, was ihr hier aufgebaut habt mit diesem ganzen Licht. Das sieht wirklich sympathisch aus, es ist ansprechend. Ich finde es einfach toll. Ingo, schön, dass du da bist, aber natürlich möchte die Jury auch noch einige Worte verlieren. Wobei bei dem Ehrenpreis, das war, glaube ich, der einfachste oder der einfachste Preis, den wir heute Abend verleihen konnten, oder, Lito? Naja, es war schon ein einfacher Preis, aber ich glaube, also ist schon was Besonderes, diesen Preis zu bekommen, weil man muss sagen, als wir damals hier angeklopft haben, ist das alles sehr unkompliziert und unbürokratisch gelaufen. Und uns wurde hier die Tür aufgeschlossen, uns wurde viel Vertrauen geschenkt und dass da Ingo mit seinem Team zusammen so schnell, so offen bei der Sache ist, das ist schon was Besonderes und ich glaube nicht selbstverständlich. Und insofern steht auch auf der Flasche mit drauf für das Beschreiten neuer Wege, ne? Und auch vielen Dank für das Vertrauen in uns, weil nur dadurch können wir das alles hier möglich machen und überhaupt andere Künstler hier einladen. Also das Lob, vielen Dank, geht auch gleich zurück. Ohne dich hätten wir das nicht geschafft und ohne dein Team auch nicht. Vielen Dank. Dankeschön und sehr gerne. Ingo, bevor du deinen Preis jetzt nimmst und hier die Bühne verlässt, habe ich natürlich noch eine abschließende Frage. Du weißt ja, ich habe immer noch eine abschließende Frage. Ja, das hätte ich an mir denken. Wie geht's denn weiter? Ich meine, du weißt wahrscheinlich ein bisschen mehr als der Normalbürger, aber das Thema, was uns alle beschäftigt, wie geht's denn weiter? Wann dürfen wir denn wieder raus? Das ist, glaube ich, im Augenblick eine sehr berechtigte und gleichzeitig sehr schwierige Frage erneut.
Ich nutze die Gelegenheit, an der Stelle zwei Botschaften rüberzugeben. Bitte haltet weiter Abstand. Wir haben eine ganz, ganz schwierige Situation jetzt gerade. Auf der einen Seite sind wir runtergegangen in den Inzidenzen. Man sieht aber in den letzten Tagen und Wochen, dass es eben auch wieder nach oben geht. Wir öffnen jetzt allmählich und können das aber auch nur dann, wenn die Inzidenzzahlen weiter unten bleiben. Und wir haben aber eben diese super aggressive und sich schnell verbreitende B.1.1.7-Variante aus England des Virus. Und da muss man einfach sagen, da könnten uns noch einige schwierige Wochen bevorstehen. Wenn wir aber alle diesen Weg gemeinsam weitergehen und zusehen, dass es ja, dass jeder die Regeln einhält und insoweit wir uns möglichst nicht anstecken, dann glaube ich, kommen wir auch relativ schnell aus dem Tal raus. Also ich will auch gleichzeitig, und das ist eben das Zweite, was ich sagen will, die Perspektive geben. Ja, wir müssen hier noch durch einen Teil durch. Wir sind aber irgendwo relativ weit unten und jetzt geht es wieder bergauf. Es ist eine Frage jetzt nur noch von Wochen und dann bin ich recht sicher, dass uns das alles in die Karten spielt mit Impfungen, mit Testungen und das bessere Wetter, was dann auch kommen wird. Und dann werden wir einigermaßen einen anständigen Sommer erleben. Davon bin ich überzeugt und darauf hoffe ich natürlich. Aber dazu müssen wir eben jetzt nochmal zusammenhalten. Und das schaffen wir auch. Das nehme ich als Schlusswort. Das schaffen wir auch. Dr. Ingo Meyer und sein Team. In der Kategorie Ehrenpreis. Herzlichen Dank, schön, dass du da bist. Ja, ist so ein bisschen schwierig, jetzt den Übergang zu finden zu einem, der die Musik im Blut hat. Denn ich darf den nächsten Preis gleich überreichen. Der nächste Telegen steht hier auf meinem Zettel. Einer der Menschen, der im Laufe der Jahre zu einem meiner Freunde geworden ist. Einer, der wirklich mit seiner Musik und in verschiedenen Bereichen so viel möglich gemacht hat. Er ist in der Kategorie Erklärbärchen unser Preisträger für die Auftritte, die er natürlich solo hatte, aber auch mit seinen verschiedenen Projekten. Unter anderem mit den grandiosen Damen von Stimmig, mit den Miltones, mit der Desert Breeze und natürlich auch mit der unvergleichlichen Mirle. Nicht Mirle, sondern Mirle. Und deshalb freue ich mich jetzt auf meinen Freund und den Preisträger in der Kategorie Erklärbärchen, Matti Müller! Matti, da ist dein Preis. Oh, Entschuldigung. Und ich bitte auch, dass du dir diese Flasche anschaust. Ich schaue mir diese Flasche an. Dann irgendwie hat die was von dir. Du setzt voraus, dass ich meine Brille aufhabe, was ich nicht habe. Aber ich, da sind Bilder drauf. Das ist richtig, ne? Das sind Bilder drauf. Und ich drehe die Flasche um. Oh, scheiße. Ah ja, das ist ja toll gemacht. Ich zeige das mal hier eben rein. Ich bewundere das. Ich bin platt. Sehr schön. Danke. Matti. Danke. Wir danken dir für deine vielen Auftritte hier mit deinen verschiedenen Projekten. Und was machst du eigentlich nicht? Was ich nicht mache? Ja. Das meiste. Es gibt so viel auf der Welt. Ich bin froh, dass ich es nicht mache. Einfach. Aber Musik, schon viel. Ich habe es ja in der Eingangsmoderation gesagt, Musik liegt dir im Blut mit den verschiedenen Projekten, mit denen du arbeitest. Mit Stimmig habe ich dich hier in diesem Sommer mehrfach erleben dürfen. Hat man ein bevorzugtes Projekt oder ist das tagesformabhängig? Immer das, was ich gerade spiele, das macht dann in dem Moment einfach so viel Spaß, dass ich denke, wow. Aber dann ist es vorbei und dann spielt man mal was anderes und denkt man, wow. Ich bin, wie du merkst, nicht gerade entscheidungsfreudig. Das musst du auch nicht. Denn wir haben entschieden und wir haben ein paar Videos und das schauen wir uns jetzt an. Oha. Ich starte einfach mal. Matti Müller und seine Projekte. Folgenderweise. Achso, was ich sagen wollte, der wird bis heute gespielt. Der ist aus England nicht tot zu kriegen. Das ist so einer der ganz großen, auch nur in England. I'm leaning on a lamp. Maybe you think. Was heißt das eigentlich, Country und Western? Warum sind das zwei unterschiedliche Genres? Was wir eben gespielt haben, und das ist ja höchst romantisch, das wäre Westernmusik. Das ist zwar in diesem Fall deutsche, ist aber egal. Westernmusik ist Sehnsuchtsmusik. You are my sunshine, my only sunshine. Ich mach's mal andersrum. Ich erzähle euch mal den Inhalt und frage euch dann, ihr müsst dann sagen, ob ihr wisst, welcher Song von diesem Inhalt handelt. Hier bedauert jemand zutiefst, dass eine Bahnstrecke 1971 stillgelegt wurde
Und The City of New Orleans war der Name von dem Zug, jedenfalls eine Zeit lang hieß der tatsächlich der Zug selbst so, der diese Strecke befuhr. Irgendwo auf der Welt gibt's Applaus und Seligkeit, und ich träum davon schon ziemlich quasi richtig, ehrlich, ganz schön lange Zeit. Wenn ich wüsst, wo das ist, ging ich in die Welt hinein, denn ich möcht einmal recht ein bezahlter Künstler sein. Ja, wir haben einige deiner Auftritte hier gesehen. Das waren nicht alle. Du warst ein paar Mal da. Welcher Auftritt ist dir denn so noch in Gedächtnis? Der letzte gerade mit Mirle natürlich. Der war tatsächlich, das war der einzige dieses Jahr. Das war am 2. Januar. Ich war gerade wieder zurechnungsfähig. Und das war ein sehr, sehr, sehr schönes Konzert. Und natürlich möchte ich auch die Jury zu Wort kommen lassen. Die Kategorie Erklärbärchen gibt es, glaube ich, auch nur bei uns, Lito. Wie kommt man auf diese Kategorie? Ich meine, der Preisträger ist klar, aber wie kommt man auf die Kategorie? Ja, also eigentlich wollten wir die Kategorie Erklärbär wählen. Lucy und ich hatten diesen Begriff irgendwo aufgeschnappt und fanden das völlig passend zu deinen Auftritten, wie du hier sitzt und diese Sendung erklärst, wo ich auch manchen Aha-Effekt hatte. Es waren ja viele bekannte Stücke, die ihr auch gespielt habt. Und dazu die Geschichte zu hören jeweils, wie ist dieser Song entstanden, hat mich sehr gut unterhalten und war auch immer interessant. Und du bringst das unheimlich gut rüber. Und da kam uns irgendwann mal der Begriff Erklärbär. Dazu muss man sagen, ich habe dann irgendwie vorgestern nochmal schnell gegoogelt, was der Erklärbär, ich dachte, den muss es ja auch irgendwo geben. Und dann habe ich diese unheimlich alberne Klamauk da im Fernsehen gesehen und habe dann schnell gesagt, okay, wir müssen mal kurz aus dem Erklärbär ein Erklärbärchen machen, damit es ein bisschen abgewandelt ist. Aber es ist ein durchaus ernst gemeinter Preis. Du hast uns hier immer begeistert. Du bist ursprünglich, haben wir uns, hier, sind wir hier zusammengekommen durch Hanni Borchertz. Viele Grüße an Hanni Borchertz mit den Musiktagen, die ihr zusammen hier ins Haus gebracht habt, die Ratskeller Musiktage, die wir dann hier gemacht haben. Und dann hattest du da, glaube ich, deinen ersten Auftritt und dann einen nach dem anderen. Und es war uns immer ein Vergnügen. Und ich glaube, du warst auch Rekordhalter im Solo-Auftritt. Du hattest eine Sendung, da hast du erklärt und gespielt und hast hier, glaube ich, 3 Stunden auf der Bühne gesessen. Es war gigantisch. Dankeschön, Matti. Danke euch. Ich danke. Ich danke. Danke. Matti, jetzt haben wir nach all den Worten, wollen wir dich natürlich auch nochmal, ich sag mal, vortragend zu Wort kommen lassen, damit du auch ein bisschen was tust für das heute nicht vorhandene Geld. Okay. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich darf dir aber nicht zu nahe kommen. Du darfst mir nicht zu nahe kommen. Ich muss hier so ein ganz klein bisschen umdekorieren. Ja, das ist aber kein Problem. Denn Matti kann auch das. Ja, Matti könnte auch das erklären, denn deshalb ist er in der Kategorie Erklärbärchen unser Favorit, unser Preisträger im Jahr. So, nee, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Jan, jetzt kann's losgehen. Stell dir vor, du hast Zeit, du hast Geld. Wo wärst du dann am liebsten auf der Welt? Wär's am Strand mit viel Sonnenschein? Oder soll's eine Großstadt mit Kulturleben sein? Magst du Wiesen, magst du Wälder, den Geruch vom frischen Heu? Oder stehst du auf Quadrate und Beton? Alles egal, was... Ich hab die Idee. Komm doch nach Hildesheim. Hier gibt's die Innerste und Kirchen, dazu Rosen und auch Rüben. Hildesheim. Mit viel Gegend drumherum, wo sie Rüben ackerpflügen. Hildesheim. Ist das Wetter mal schlecht, kannst du Querflöte üben. In Hildesheim fühlst du dich zu Hause. Mhm. Ich wüsste wirklich nichts, was dagegen spricht.
auch wenn manch einer fragt, ja, wo liegt denn das bloß, ist das klein oder groß, ist da irgendwas los? Als kleinste Großstadt antwortet man entschieden mit Jein, denn wer will schon Bewohner einer Mittelstadt sein? In der Hauptstadt heißt es dann, ja, was ist denn da der Gewinn, war das ist doch in der tiefsten Provinz mittendrin. Tja, mein Lieber, in der Provinz wollen jetzt die coolen Leute hin. Drum komm nach Hildesheim, Familienparadies voller Ruhe, voller Frieden. Hildesheim liegt ganz am Rand der Börde von Hannover aus im Süden. Hildesheim, ist das Wetter mal schlecht, kannst du Querflöte üben in Hildesheim. Da bin ich zu Hause. Ja, nö, ist ja auch absolut cool hier. Ne? Hammer. Wir haben Krankenhäuser, Altenheime, Restaurants und Imbissstuben, Schuhgeschäfte, Autohändler, Herren- sowie Damenmoden, Sportvereine, Schrebergärten, Feuerwehr und Spielmannszüge, Naherholung, Straßenschilder, auf Friseure zu Genüge, Fahrradwege, Rodelpisten, Brauerei und Pumpernickel, Supermärkte, Kassenärzte, Freibad und Büroartikel. Also wenn dir das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht, verdammt, komm halt nach Hildesheim, wo die Welterbestätten gleich beim Felderbe liegen. Hildesheim. Tonkohlen- und Kanuzentrum neben der A7. Hildesheim, ist das Wetter mal schlecht, kannst du Querflöte üben in Hildesheim. Da bin ich zu Hause. Ja, 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 Hildesheim. Hier gibt's die innerste und Kirchen, dazu Rosen und auch Rüben. Hildesheim liegt ganz am Rand der Bäude von Hannover aus im Süden. Hildesheim, bei Regen kannst du meinetwegen Blockflöte üben in Hildesheim. Bin ich gern zu Hause. Matti Müller! Unser Preisträger in der Kategorie Erklärbärchen. Du hast uns jetzt erklärt, warum es in Hildesheim so schön ist. Und Matti, ich bin dir auch dankbar, dass du mir meinen Text kurz vor der Show noch beigebracht hast. Ich hatte wirklich ein Wort, es hat ein bisschen gedauert, aber ich habe es hingekriegt. Unsere geliebte Heimatstadt Hildesheim. Ich habe es wirklich geschafft, Matti. Vielen Dank. Danke dir, Olli. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die nächste Preiskategorie, die kündigt wieder meine geschätzte Kollegin, die hoffentlich ihre Tränen getrocknet hat. Ich verabschiede mich, werde jetzt was trinken und höre jetzt meiner geschätzten, der eben genannten Kollegin zu und begrüße auf der Bühne Delia Nitschke. Lieber Olli, was soll ich sagen? Ich habe meine Tränen getrocknet, aber nach dieser Anmoderation kommt ja direkt wieder das Pipi in die Augen. Was soll man denn machen an einem so sensationellen Abend? Und lieber Olli, ich bin sehr stolz auf dich, dass du diesen Text so großartig gelernt hast. Lieben Gruß an meine Schüler, die ich ab Montag wiedersehen werde. Lernt genauso gut wie der Herr Mau, dann wird das auch was. Ich habe die große Ehre, die nächste Kategorie anzukündigen. Und zwar heißt die Kategorie Engagement. Das ist eine Kategorie, da würde ich sagen, da kann jeder von uns zumindest einen Mini-Preis bekommen, aber einer, der hat den Preis heute definitiv verdient. Ich möchte gerne auf die Bühne bitten, Achim Falkenhausen. Applaus! Achim, nimm deinen Preis. Ich muss mich kurz enttuddeln. Ich bin, ja, da, guck, alles da, was wir brauchen. Lieber Achim, auch du warst schon öfter hier im Stream. Zeig doch mal die Flasche in die Kamera. Jede Flasche ist... Nein, die andere Flasche. Genau, jede Flasche ist sehr liebevoll personalisiert für jeden Preisträger. Achim, auch du warst schon öfter hier, auch in verschiedenen Projekten mit verschiedenen Dingen. Und das erste Mal durfte ich die Bekanntschaft mit dir machen, als du zwei Herren aus dem TFN, zwei Sänger begleitet hast. Und das war tatsächlich die erste Sendung, in der ich wirklich Pipi in den Augen hatte. Da hat es mich eiskalt erwischt. Ich würde mal sagen, wir gucken einfach mal rein. Ja, wunderbar, genau. Weil ich kann nicht singen, aber die zwei, die können das. Herr Gottlieb Piefke, mein Mann in besten Jahren, der war vor kurzem nach Paris gefahren.
Er kam aus Posen. Du wolltest ja nicht so viel reden, ne? Deswegen darfst du jetzt anfangen. Ja, ich bin generell ein jemand, der wenig spricht. Jetzt lacht zu Hause meine Familie. Schöne Grüße an euch. Gerne. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Weihnachtskonzert. Aber das ist so ein bisschen die Sorge, dass man nur denkt, die wirtschaftliche Kraft macht's aus und übersieht, dass die Kultur ist die Seele einer Gesellschaft. Und wenn die Seele kaputt geht, möchte ich nicht wissen, was aus der Gesellschaft wird. Aber was für Dicker ist ein Politiker? Ist er wirklich so vonnöten, wie er glaubt? Aber was für Dicker ist ein Politiker? Ist er wirklich so vonnöten, wie er glaubt? Lieber Achim, du sagst, du singst jetzt vielleicht nicht so gut, aber was wären denn die Herren ohne deine sensationelle Begleitung? Und unser Lito wird jetzt nochmal ganz genau erklären, warum du diesen Preis bekommen hast. Ja, lieber Achim, also wie Dede ja schon sagte, es gibt sicherlich viele Leute, die grundsätzlich hier den Preis für Engagement erhalten könnten. Bei dir fand ich, war es was ganz Besonderes, dass du zu uns gekommen bist. Und es war ja jetzt nicht nur, dass du mit Sendungen zu uns gekommen bist. Also erstmal hast du uns ein Piano geborgt. Das war das TFN. Das war das TFN, aber das lief über dich, auch sehr unkompliziert. Das war ein Anruf, dann kam der Rückruf, ja klar, holt das ab. Und dann seitdem haben wir hier als Dauerleihgabe ein Piano. Dort steht's, kommt auch heute zum Einsatz. Und das hat uns sehr geholfen, Musikern sagen zu können, Mensch, hier steht ein Klavier. Zwischendurch habt ihr es euch mal kurz abgeholt, weil ihr es brauchte, und dann auch wieder zurückgebracht. Sowas ist ganz klasse. Ja, und du hast uns halt irgendwie ganz tolle Künstler vom TFN hier ins Haus gespült. Und ja, das fand ich schon irgendwie was ganz Besonderes, dass ihr hier in unsere Welt gekommen seid. Einmal die Hochkultur, hier in die Club- und Freakultur. Und da warst du immer ganz offen. Und wenn wir eine Idee hatten, konnten wir dich anrufen und sagen, hier, wir haben Sommerparty. Hast du Lust, mit einem Künstler vorbeizukommen? Da warst du zusammen mit, na? Gotthard. Mit Gotthard. Auch an Gotthard. Ganz liebe Grüße, Gotthard Hausschild. Der hier da eine sehr tolle Fecht-Performance hingelegt hat. Dann gab es diesen Liederabend, den wir eben auch gesehen haben, viele Ausschnitte. Das Weihnachtskonzert der Chöre hast du ins Haus gebracht. Und, jetzt bringe ich euch ja am Palmsonntag, kann man sich besser merken, als 28. März, bringe ich euch ja ein Konzert mit, das Mitglieder aus dem Opernchor machen, wo wir also mit Liedern und Songs und Arien in gastronomische Städten gegangen sind. Weil wir sitzen ja alle im selben Boot und die Gastronomie genauso wie wir auch. Und wir haben gedacht, wir singen dort und zeigen über einen Film, wie es dort so schön ist, dass die Leute schon wieder einen Appetit bekommen, wenn dann der Lockdown vorbei ist, wo sie wieder hingehen können. Das gepaart mit unserer schönen Musik. Und die Damen und Herren aus dem Opernchor zeigen sich, also nicht alle, aber sehr viele sind mit dabei, zeigen sich von ihrer solistischen Seite auch sehr interessant und absolut hörenswert. Das kam dann am 28. März, besser gemerkt als Palmsonntag, 20.15 Uhr direkt nach der Tagesschau hier vor Ort sehen. Ich bringe auch zwei Damen aus dem Opernchor mit. Wir plaudern dann ein bisschen, erzählen nicht nur über Musik, plaudern wir erzählen, was alles so uns bewegt und nicht nur diese Zeit, sondern generell, was uns so alle zu ganz normalen Menschen auch macht. Und weil du sagst, Clubkultur und Hochkultur, ich denke, Kultur ist Kultur. Und es ist ein Miteinander und es bedingt sich miteinander. Und das finde ich immer ganz gut, dass man die irgendwie diese Barrieren abbaut, sondern einfach miteinander was macht. Und ich finde es gut, dass ihr das hier macht. Und es war auch für uns schön, wieder aufzutreten, gerade mit diesem Liederabend. Wir haben hinterher so viele positive Resonanz von unserem Publikum bekommen. Schön, euch wiederzusehen. Und ich finde es ganz wichtig, dass es hier dieses Forum gibt, wo man sich zeigen kann. Und es gibt am Theater ganz viele Kleinkünstler. Und ich denke auch in die Zeit nach Corona, wenn wir da mal wieder so weit sind, dass wir normal hier auch Musik machen können. Die Kleinkunst kommt immer mal gerne auch vorbei und wird euch weiter hier unterstützen, beziehungsweise auch das nützen, dass sie hier sich zeigen können und auch was darbieten können. Dann sollte vielleicht wieder mit Publikum sein und so. Und dann haben wir doch richtig schön hier auch wieder nach wie vor einen Kontakt und das finde ich ganz wichtig. Ja, das werden wir sicherlich machen. Vielen Dank, Achim. Und da muss man nochmal erwähnen, wir kennen dich ja nicht nur hier vom Kulturstream, sondern schon vorher, beziehungsweise Lucy kannte dich zuerst. Und die war bei dir im Jugendchor? Ja, die Arme kennt mich schon ganz lange und es geht immer noch gut und sie ist so ein ordentlicher Mensch geworden. Das ist sensationell. Ja. Und ich habe, als ich Lucy kennengelernt habe, sie auch im Theater gesehen, bei der Linie 1, dem Musical, was ihr dort aufgeführt habt. Und diese Nummer werdet ihr jetzt performen. Und auch da muss man dir, glaube ich, mal danken für dein Engagement für den Jugendchor. Da bist du, glaube ich, auch außergewöhnlich kräftig bei der Sache. Ja, vielen Dank.
Und jetzt Lucy Schreiber, Achim, spring ans Piano. Genau, nur ganz kurz, dass ihr jetzt alle draußen wisst, warum Lucy jetzt so ganz kräftig, deftige Worte wählt. Das ist aus der Linie 1 und da gibt es eine Lady, nennt sich das. Das ist eine Dame, die im Umfeld von Linie 1, das sind ja alles mehr oder weniger, wie man heute sagen würde, gescheiterte Existenzen. Nur da gibt es eine Lady, die ist Immobilienmaklerin oder Börsenmaklerin, irgendeinen Beruf, wo man viel Geld scheffelt, die aber mit ihrem Leben überhaupt nicht zufrieden ist. Und wie sich das anhört, das wird jetzt Lucy und ich hier darbieten, vor allem Lucy. Ich freue mich ganz besonders, es war nicht mein Wunsch, wie mich gefragt hat, ob ich hier heute hierher komme, sage ich, oh ja, dann mache ich aber mal was mit Lucy zusammen. Wir haben so viel schon zusammen durchgestanden und das werden wir jetzt heute auch tun, mit dem Song der Lady aus dem Musical Linie 1. Sehr gut, vielen Dank, lieber Achim Falkenhausen, Applaus. Und liebe Lucy, ich freue mich auch, du hast hier schon öfter performt im Kulturstream. Du bist ja immer fleißig hinter den Reglern und sorgst dafür, dass draußen alles zu sehen ist. Und manchmal traust du dich vor und singst für uns. Und heute fühle ich mich sogar noch sicherer vor der Kamera, weil ich weiß, hinterm Schnittpult ist Litos Sohn und der kann jetzt die Hebel drehen. Der hat die Hebel im Griff. Genau. Sehr schön. Ich kann meinen Platz mal verlassen. Los geht's. Okay. Ans Licht gekippt, aus dem Schoß der Nacht, in den Tag, der alles hässlich macht, in den Rinnstein geleert, aus Wolken von Tüll, in die Ecke gekehrt, zu kippen. Entschuldigung, vielleicht. Ich glaube, das war nicht richtig transponiert. Das noch einmal einstellen. Es ist ja live. Genau. Licht gekippt, aus dem Schoß der Nacht, in den Tag, der alles hässlich macht, aus der Nacht so weich und ohne Zeit, aufs Pflaster der Verlassenheit. Gezerrt aus der Würde der Nacht in den Tag, der alles, alles zur Lüge macht, in den Rinnstein geleert, aus Wolken von Tüll, in die Ecke gekehrt.
Liebe Lucy, lieber Achim, jetzt war ich so gefesselt, dass ich meinen Einsatz verpasst habe. Hallo, da bin ich wieder. Wahnsinn. Ich finde das Tolle an diesem Kulturstream, nicht nur, dass wir hier so verschiedene KünstlerInnen haben, die hier auftreten, sondern, und das habe ich bestimmt auch schon 100-mal gesagt, aber ich möchte mich gerne wiederholen, dass wir auch immer wieder neue Symbiosen hier feiern. Also Künstler, die überhaupt nichts miteinander zu tun hatten, gut, in dem Fall hatten die beiden schon, aber dass wir hier Symbiosen haben von Musikrichtungen, von KünstlerInnen, ich finde das sensationell. Musste einfach nochmal gesagt werden. Und damit komme ich auch schon direkt zur nächsten Kategorie. Jeder Künstler, jede Künstlerin, die hierher kommt, bringt ihre eigene Energie. Das kann mal was Sphärisches sein, das kann mal was Aufregendes sein, das kann mal was völlig Verrücktes sein. Jede Form von Energie ist sowohl vor als auch hinter der Kamera hier herzlich willkommen. Und eine Frau, wir hatten sie heute schon vor der Kamera. Ich freue mich, dass ich sie wieder begrüßen darf. Nämlich für die Kategorie Energie bitte ich Bonita Niesen auf die Bühne. Herzlich willkommen! Ja! Oh mein Gott! Also liebe Bonita, bitte, dein Preis. Dankeschön. Dein Preis. Dein Preis. What? 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 What is this? What is this? Look at this. Oh, look at this. It is beautiful. Thank you. Ich würde sagen, du zeigst einmal kurz den Preis genau in die Kamera, damit alle sehen. Du bist ja nicht nur in der Realität, sondern auch auf Flaschen sehr hübsch. Oh! Und liebe Zuschauer, für die, die es noch nicht wissen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemand nicht weiß. Diese Frau ist eine Explosion an Energie und das sehen wir jetzt in dem Einspieler. Dreaming of castles in Spain. Goodness. Liebe Bonita, das spricht ja wohl absolut für sich, aber ein Mann, der dir auch gerne noch ein paar warme Worte mitgeben möchte, ist der Lito. Ja, liebe Bonita, der Preis Energie, auch das ist wahrscheinlich ein Preis, den viele vielleicht verdient hätten, aber deine Energie ist ganz besonders, vor allen Dingen, es geht ja auch um den Preis Telegen, das heißt besonders die Energie vor der Kamera in der Performance und ich glaube, das haben wir eben gesehen, das ist bei dir was ganz Fantastisches, du lässt es so raus. Du versinkst auch in dir und die Kamera ist weg und im nächsten Moment schlägst du die Augen auf und bist da und sprühst rein. Und auch neulich, als wir dich anriefen, deine Stimme zu hören, da ging bei uns gleich die Sonne auf. Bonita, Dankeschön. Vielen Dank, dass du hier schon zweimal gewesen bist, heute zum dritten Mal, zähle ich richtig? Ja, das ist richtig, ja. Und ganz große Klasse auch, dass du dich heute auf diese anderen Konstellationen eingelassen hast. Vorhin mit Achim, das fand ich ganz große Klasse. Das war ja auch ein Herzenswunsch von uns beiden, den du uns erfüllt hast zum Kulturstream-Geburtstag. Ja, Bonita, das freut mich noch viel von dir zu hören. Und heute Abend ja auch noch. Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, sehr, sehr. Du glaubst es nicht, aber das ist ja das, was in mir drin ist. Und es muss raus und es kommt den ganzen Weg aus Südafrika hierhin, nach Hildesheim. Und es war am Anfang schon ein bisschen komisch, hier zu stehen ohne Blue Shacks, weil Bibi and the Blue Shacks geben mir die Flügel für diese Energie, die ich versprühen darf. Und an dieser Stelle möchte ich einen lieben Gruß zu meinen Brüdern Bibi and the Blue Shacks ausrichten, die hier heute nicht bei mir stehen, aber die einen Teil meiner Energie ausmachen, sozusagen. Ja? Und ich möchte auch in diesem Moment diesen Plattform nutzen, zu sagen, weil ich habe jetzt eben erwähnt, meine Heimatstadt ist Kapstadt, Südafrika.
Und da gibt es Kinder, die haben auch so Energie wie ich. Ich bin auch einfach ein Kind geblieben. Aber ich hatte Glück, dass man mir die Chance geben durfte, mein Talent und meine Energie umzusetzen und andere zu geben und auch sogar Geld damit zu verdienen. Wow, what is this? Hä? What is this? Aber es gibt Kinder, die haben diese Chance nicht in Südafrika und die leben auch in Corona-Zeit zu sehr, sehr schlimme Bedingungen. Und ich möchte an dieser Stelle, wenn ich darf, Delia, aufmerksam machen auf eine Aktion oder ein Projekt, die ich sehr gut finde. Lieben gern. Und da möchte ich das auch ablesen, weil ich möchte nichts falsch sagen. Also, gemeinsam mit vielen 2-Euro-Spenderinnen und Spendern unterstützen Miserior, kennt man ja, ne? Mhm. Kinder und Jugendliche darin, ihre Zukunft in die Hand zu nehmen und für ihre Rechte einzutreten. Derzeit hilft Miserior zum Beispiel in Südafrika, Ruanda, Indien, Tschad und Argentinien. Also viele Länder, ja. Mir liegt dabei besonders die Farm Goedgedacht. Schwer auszusprechen, aber hilft. Ist holländisch, ha? Ja, ja. Afrikaans-Holländisch. Ah, okay. Umkalawabo ist noch schwieriger auszusprechen, habe ich in der Werbung. Aber Goedgedacht. Merkt euch Goedgedacht. 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 In der Nähe von meiner Heimatstadt, Kapstadt. Am Herzen, es liegt mir am Herzen. Hier auf dem Land verdienen die meisten Bewohner ihr Geld als Tagelöhner. Sie schuften auf den Farmen, doch das unregelmäßige Gehalt reicht kaum, um eine ganze Familie zu ernähren. Armut und Alkoholmissbrauch sind nur eine Folge davon. Hier bekommt jedes Kind eine warme Mittagsmahlzeit und es wird bei den Hausaufgaben geholfen. Die dürfen da spielen und dürfen einfach auch Kinder sein in der Zeit. Durch die Unterstützung der Sozialarbeiter schaffen viele Jugendliche ihren Schulabschluss sogar und entkommen damit den Teufelskreis der Armut. Das heißt, die helfen sich selbst aus diesem Teufelskreis heraus. Wenn also den Kindern und Jugendlichen in meiner Heimat, Kapstadt, Südafrika, wenn ihr die Kinder helfen wollt, dann überweist eine Spende an Miserio unter 2-eurohelfen.de. Das, meine Freunde, einmal im Monat kann man das machen. Und das hilft eine ganze Farm voller Kinder und bringt Freude. Und diese Kinder haben es auch verdient, mit ihrer Energie das weiterzugeben. Und ich bin auch dankbar, ein dankbares Kind Südafrikas, dass mir die Chance gegeben wird. Ich bin hier mit dieser Energie und würde es gern zurückgeben. So. Super. Vielen Dank, Bonita. Dankeschön. Ganz große Sache. Sowas unterstützen wir gerne auch. Und Lucy, wir schreiben das noch unter das Video, wenn es noch nicht ist. Wir werden diese Spendenmöglichkeit unter das Video schreiben. Dankeschön. Und dann kann man das nochmal in Ruhe nachlesen. Und vielen herzlichen Dank. Überweist auch an die richtige Adresse. Wow. Thank you. Ja, danke, klar, danke. Gerne. Yes. Und jetzt muss ich auch nochmal einhaken und auch nochmal ganz liebe Grüße an Bibis and the Blues Shacks, mit denen du da warst. Yeah! Bonita steht auch ein wenig stellvertretend für euch hier, bei denen wir uns bedanken möchten. Ihr wart eigentlich einer der ersten großen Acts, die bei uns waren. Als ihr zu uns das erste Mal kamt, ich möchte es jetzt mal sagen, es war für uns fast wie ein Ritterschlag gefühlt. Und ihr habt uns immer unterstützt. Euer Schlagzeug steht hier und wird heute gespielt und so weiter. Jungs. Yes! Super, Lito. Vielen Dank für deine schönen Dankeschön. Worte. Und liebe Bonita, auch vielen Dank an dich für diese schönen Worte. Danke dir. Das ist ganz, ganz toll. Wir haben hier im letzten Jahr viel darüber gesprochen, über unsere Situation. Und die Situation für KünstlerInnen in Deutschland, weltweit, ist nicht leicht. Umso bemerkenswerter, dass dann trotzdem noch ein Gehör gefunden wird für Menschen, denen es wahrscheinlich noch schlechter geht als uns. Nicht nur wahrscheinlich. Toll, dass du dafür den Blick schärfst. Toll, dass du dich dafür einsetzt. Gerne. Und toll, dass du heute hier bist. Ich denke, der Preis Energie hätte an niemanden anders gehen können. Und du wirst nachher nochmal für uns etwas performen, ist das richtig? Jo. Dann darfst du jetzt nochmal ganz kurz in den Backstage-Bereich gehen, ein bisschen Energie tanken, wobei du hast Energie für 1000. Viel Spaß mit dem Sekt. Und ich übergebe an dieser Stelle wieder an meinen reizenden Co-Moderator Olli Mau. Dankeschön. Es ist unheimlich schwer, jetzt den Übergang zu finden, aber es muss mir jetzt gelingen,
nachdem Bonita, und ich möchte mich dem natürlich noch mal ganz kurz anschließen. Bonita, hast du ganz toll gemacht, deine Auftritte, aber halt eben auch dieser Aufruf. Und gerade in dieser Corona-Zeit sind wir doch ganz, ganz extrem mit uns selbst beschäftigt. Wir denken an unser eigenes Leid und ich nehme mich da auch nicht aus, dass man sagt, oh Mensch, was geht's mir heute nicht gut, ich kann dies nicht machen und jenes nicht machen. Der Aufruf, und wir werden es nachher noch in die Kommentare reinschreiben, den Bonita eben gestartet hat, die 2 Euro, die tun keinem von uns weh und die sind auch in Corona-Zeiten möglich. Vielen Dank, Bonita. Ich habe jetzt die große Ehre und ich bin auch ganz ehrlich, ich habe Delia bekniet, bekämpft, beweint, dass ich ihn ansagen kann in der Kategorie Telegen. Und den überreichen wir heute auch. Begrüße ich den einzigartigen, den Mann mit der Gitarre und der Mütze, Till Seidel! Das ist dein Mikro-Till und das ist dein Preis. Das ist mein Preis. Das ist dein Preis. In der Kategorie Telegen. Du warst hier mit deiner Band. One for Freddie King. Du hast alles hier gemacht. Du hast hier wirklich gegroovt, gerockt. Alles, was irgendwie möglich war, hast du aus dir und deiner Gitarre rausgeholt. Und der Preis ist eigentlich nur das Ergebnis. Und unser Dankeschön für deine Auftritte hier im Kultur-Livestream. Danke. Danke euch für die Möglichkeit. Danke für den Telegen 2021. War uns immer eine Freude, hier zu sein. Ich weiß nicht, soll ich die gleich aufmachen? Oder jetzt du kannst, pass auf, Till, es ist deine Flasche. Es hat noch kein Preisträger gemacht, die Flasche aufzumachen. Es ist dein Preis, du kannst. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wir zählen jetzt den Countdown. Till Seidel, der Mann des Volkes, der Mann der Tat, der Mann der Spontanität, eröffnet jetzt seinen Preis. Ich gehe. Unser Preisträger in der Kategorie Telegen, Till Seidel. Ja, was soll der Geiz, ne? Till, schmeckt es denn? Hervorragend, ja. Bin nur verschluckt, aber ist gut. Dann werden wir die Zeit nutzen, uns natürlich auch anzugucken, was du hier bis dato geleistet hast. Denn wir haben ein Video für dich vorbereitet und von dir natürlich. Woke up in a small town. It's a lockdown city, don't you know? Change my mind, I better change my mind about living. You better change your mind about living. Oh, you gotta do, oh, you gotta do better.
Tee, ganz ehrlich, das war mein Weihnachtsgeschenk. Also du hast hier den Laden wirklich Uni-Weihnachtszeit, mit, nicht nur mit den Geschenken, du hast uns hier ein Geschenk gemacht, nicht nur mit diesem Auftritt, sondern auch mit den vielen anderen, auch mit den Bibis. Das war, glaube ich, wirklich eine Fusion, die es in Hildesheim so an anderer Stelle gar nicht geben kann und gar nicht geben wird. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und natürlich muss Lito auch ein paar Juryworte loswerden. Gilito, komm. Haus raus! Haus raus, ja, Till. Das war eben so eine schöne Eskalation. Es hat so viel Spaß gemacht, gerade dieser Schluss. Da muss ich jetzt noch mal kurz von hinten aufwickeln, wie du die Geschenke hier verteilt hast. Und dann auch noch das Michael Jackson-Modul. Du bist hinten abgegangen und vorne wieder aufgetreten. Das kennt man nur von Michael Jackson. Große Klasse. Du bist eigentlich für diese Preisverleihung insgesamt, dass es das hier heute Abend in der Form gibt, verantwortlich. Es ist der Telegen in Telegen. Und du warst einer der, ich weiß gar nicht, nach welcher Show es war. Irgendwann sind wir nach Hause gegangen und dachten, Mann, der Typ rockt so die Bude, der rockt so die Kamera. Es war immer mit dir so ein herrlicher Tanz. Und auch deine Präsenz. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und aufhören soll zu schwärmen. Du warst einer unserer ersten Gäste. Damals haben wir noch recht chillig in der Andreas-Passage gesessen, im Solo-Auftritt. Und dann bist du mit allen möglichen Leuten vorbeigekommen. Und hier auch nochmal ganz große Grüße an... Wer war alles dabei? Dennis, hilf mir. Werki, Fritz Fabian, Malte Albers. Es waren auch unheimlich viele Formationen, mit denen du hier warst. Und zum Schluss, zum Finale dann auch noch mit der Till Seidel Band. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald hier wieder. Und heute Abend werden wir ja auch noch das Vergnügen mit dir haben. Ein bisschen, ja. Ja, und mach es weiter so. Also du bist wirklich einer der Fantast, also einer der telegenen Künstler hier, wo wir auch in der Zeit gemerkt haben, der entwickelt sich, der wächst in seine Rolle rein. Du hast geradezu in diesem Fernsehformat gebadet. Es war echt schön mit dir und ich will noch viele Shows mit dir fahren. Super, Dankeschön, danke, vielen Dank. Till, nachdem die Jury dich jetzt so gelobt hat, ist natürlich auch für mich jetzt kaum noch was übrig geblieben. Außer dass es mir auch ebenfalls wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Denn ich habe mich wirklich drum gerissen, dieses Ding hier moderieren zu dürfen. Und ich glaube, man hat wirklich auch gesehen, vielleicht am Rande, dass du die Leute mitnimmst. Wie fehlt dir das? Ich habe dir die Frage schon mal gestellt und ich stelle sie dir 3 Monate später nochmal. Wie fehlt dir das, genau diese Energie, die du ja in dir hast, die auch deine Musik in sich hat, das auf die Leute zu übertragen? Denn wenn man an deinen Live-Shows ist, merkt man ja, die Leute richtig abgehen. Wie fehlt dir das? Ja, also ein bisschen fühlt man sich wie ein Eisbär im Zoo. Ne? Also das ist schon so, dass man... einem fehlt was oder man weiß, eigentlich geht es anders, eigentlich muss Publikum da stehen, eigentlich muss irgendwer dir auch eine Rückmeldung geben. Das ist natürlich hier ein super Format, wo man auch was machen kann und ein bisschen was bewegen kann, aber wie Lito das eben gerade schon gesagt hat, so ein bisschen muss man da auch sich so reinentwickeln, ne? Wenn man eigentlich von der Bühne kommt und gewohnt ist, dass irgendwie die Leute einem entgegenjubeln und applaudieren und hier ist auf einmal was, ein Song fertig und dann ist gehende Leere. Das ist halt auch irgendwie was anderes. Von daher, mir fehlt es sehr, live zu spielen. Aber ich meine, diese ganze Corona-Geschichte ist irgendwie wie so ein Klettergerüst. Irgendwann kommen wir drüber und dann ist es vorbei und dann geht es auch irgendwann wieder mit Leuten weiter und dann freue ich mich drauf. Da freuen wir uns auch drauf. Wir freuen uns jetzt aber noch mehr, dass der Eisbär im Zoo jetzt noch Zuwachs bekommt. Denn Miss Energy hat den Akku aufgeladen, obwohl das gar nicht nötig ist. Miss Energy wird da sein. Du wirst gemeinsam jetzt gleich mit einer unvergleichlichen Künstlerin, wir haben sie schon gehabt, Bonita, und noch einigen anderen Musikern jetzt unser Finale spielen. Vielen Dank, dass du da warst. Unser Preisträger in der Kategorie Telegen, Till Seidel. Und jetzt hören wir dich, Till. Ja, super. Gehen wir mal dahin. Ja, Lito, ich darf die Zeit nutzen, um man jetzt so, bevor wir so langsam in die Schlusssequenz dieser ersten Geburtstagsfeier gehen, denn der Kulturstream ein Jahr. Und da möchte ich jetzt eigentlich meine charmante Co-Moderatorin wieder zu mir bitten. Ich mache den Platz frei, damit wir auch Corona-konform bleiben. Wir haben zusammen angefangen, wir wollen natürlich auch zusammen aufhören. Unbedingt. Till präpariert sich noch, deswegen bleibt mir eigentlich dich zu interviewen. Ja, schieß los. Lili, es war ein tolles Jahr. Du hast hier angefangen. Ich durfte dann so ein bisschen das, was du übrig gelassen hast, so ein bisschen abmoderieren. Unter anderem auch den Kollegen Till Seidel. Jetzt nach einem Jahr widmest du dich privaten Dingen. Ja, es geht dir gut. Es geht mir sehr gut, um ehrlich zu sein. Punkt.
Ja, unter anderem. Aber es geht ja jetzt auch Schule wieder voll los. Ich bin Klassenlehrerin. Ich muss jetzt viel, viel aufholen. Ich bin gespannt, was mich am Montag erwartet, was die Kinder in den 3 Monaten tatsächlich bearbeitet haben. Es ist, wie gesagt, privat, es ist turbulent und es war so ein wunderschönes Jahr hier im Kulturstream. Und ich will auch an dieser Stelle nochmal ganz doll Danke an Lucy und Lito sagen, dass ihr mich einfach weggecasht habt und gesagt habt, mach das mal. Das hat mich vorangebracht, lieber Olli. Und ich freue mich. Ich hätte aber auch vor einem Jahr hätte ich gesagt, Olli Mau, nee, im Moment, den kenne ich doch irgendwo, mit dem zusammen moderieren. Nee, das mache ich nicht. Da traue ich mich nicht. Und jetzt stehe ich hier und freue mich, dass es mit dir so toll klappt und dass du mich so auf Augenhöhe behandelst. Das ehrt mich sehr. Absolut. Also ich glaube auch, das darf ich halt auch sagen, das haben Lucy und Lito, glaube ich, hier ganz gut vorgelebt. Hier ist wirklich, man wird, wenn man diese Räumlichkeiten hier betritt, man wird hier in die Familie aufgenommen. Und die Absolut. Künstler und wir sind hier ein Teil dieser Familie. Deshalb auch mein persönlicher Dank. Mein zweiter persönlicher Dank ist an die Frisur, die ich noch rechtzeitig bekommen habe. Der Lockdown hatte mich also teilweise hergerichtet, aber kurz davor hat es noch geklappt. Den Dank wollte ich persönlich loswerden. Den Dank auch an dich für den wunderschönen Abend. Wir haben uns das heute aufgeteilt. Und vielleicht, nur vielleicht, darf ich einen Wunsch an dich herantreten. Ich sage immer zu meinen Schülern, ihr dürft mich alles fragen und euch alles wünschen. Ob ich das erfülle, das ist eine zweite Sache. Du musst es heute auch nicht beantworten. Ich würde mich freuen, wenn es das im nächsten Jahr wieder gibt. Und davon gehe ich ganz fest aus, dass ich hier nicht alleine stehen muss. Und dass du dich vielleicht noch einmal reaktivieren lässt. Das ist eigentlich mein Wunsch. Reaktivieren klingt gut. Reaktivieren nach einem Jahr Pause. Wir moderieren uns dann ein. Und ich wäre begeistert und würde mich jetzt schon ganz doll darüber freuen, vielleicht nächstes Jahr in einem Jahr hier mit dir wieder stehen zu dürfen. Lieber vielleicht Olli, überlegst du es dir. Das Versprechen kann ich dir tatsächlich an dieser Stelle schon geben. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich beim Zweijährigen wieder hier sein darf. Ich freue mich sehr. Doch. Geil. Das gerne. Ist wirklich, entschuldige mich, das darf ich auch im Fernsehen mal sagen, ne? Ja. Eine geile Aktion. Ist eine geile Aktion. Eine geile Aktion, darf ich sagen. Ist auch ein geiler Stream. Freue ich mich drauf? Ich auch. Und jetzt freue ich mich. Miss Energy. Oh mein Gott. Miss Energy. Und Mr. Telegen. Und Mr. Telegen. Ich glaube, geiler geht's nicht. Wir machen die Bühne jetzt frei. Sagen noch einmal Dankeschön. Das war unsere Geburtstagssause. Vielen Dank, lieber Olli, für diese super Moderation. Bitte bleib gesund. Du auch. Auch alle da draußen. Und wir sagen jetzt Dankeschön und geben jetzt endlich den Ton frei. Bonita, du bist soweit? 1, 2, 3, 4. Ciao. Tschüss. So, jetzt mal ran an die Pampelmusen. Jetzt geht's los. Son of there, I'd go with love almost everywhere. I'd be the moon that goes down just to let you know that my love was around. That's how much I love you. Oh, that's how much I love you. That's how much I love you, baby. That's how much I love you. I'll be the weeping willow with my tears, and you can go swimming when you're near. And I'll be the rainbow when the tears are gone, wrap you in my colors and keep you warm. Because that's how much I love you, baby. That's how much I love you. Whoa, whoa, that's how much I love you. That's how much I love you. I'll be the ocean deep and wide. I'll catch your tears whenever you cry. I'll be the breeze after the storm is gone, and I'll dry your tears and keep you warm. If I was a sun up in the sky, I'd go with love when you walk by. I'd be the moon when the sun goes down, just to let you know that I'm still around. Because that's how much I love you. That's how much I love you, baby. That's how much I love you, yeah.
That's how much I love you. One more time. That's how much I love you. That's how much I love you. Little Lucy, that's how much I love you. That's how much I love you. Hildesheim, that's how much I love you. Oh, that's how much I love you. That's how much I love you. Tilsiter, that's how much I love you. Alright, ja, wir haben noch einen Song mitgebracht von meiner Platte, die ist tatsächlich, hätte rauskommen sollen, ist rausgekommen letztes Jahr zum 13. März und pünktlich zum Lockdown. Das heißt, diese Platte ist wohl wirklich mal komplett der Pandemie zum Opfer gefallen. Ihr könnt sie aber kaufen, schaut mal nach auf meiner Homepage. Do it! Da kann man sie käuflich erwerben. Und der Song, wie heißt er? Es heißt My Song, es ist deutlich My Song, la la la, einfach was zum Mitsingen, alles klar, geht los. Okay. Woo! I can see that you're down. I can hear something is going on. I can smell something is wrong, and I know that you need my song, yeah. Woo! It is simple, baby, like everything I do. Let's sing together now. Clouds are moving really up in the sky, yeah, yeah. You feeling better? Better! Get into the mood. Get into the mood, yeah. When we say, woo, you feel good now. Yeah. And it's simple, baby. Like everything I do. Let's sing together now. Just me and you, it goes la 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 la. Ooh, I love the song. La 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 la. It makes you wanna sing along. La 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 la. Ooh, la 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 la. So now, a little shout out to y'all. Right there in your kitchen spaces and in your living rooms and in your bathrooms and sitting on the toilet or whatever you're doing. I am talking to you all the way here from Hildesheim. This is a song that Till wrote for you, right? To make you feel good up in here. To make you lose all that's going on up in here for a few seconds of your life. So if you and you and you and you and you and you, if you believe in the power of music to make you feel good tonight, I want you to get up off of your sofas, get up of that, I mean, just wipe your ass before you get out of the bar, but I want you to get up, raise your spirit, raise your hands, and sing from the top of your lungs. You sing with me. La, 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 la. You go, you sing. Go on. La, 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 la. Sing it loud, come on. I can hear you. La, 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 la. Everybody sing. La, 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 la.
La, 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 la. Perfect, everybody. La, 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 la. One more time, come on. La, 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 la. Woo-hoo. La, 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 la. Don't stop it now. Come on, I can see you. La, 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 la. Hey. La, la. Take it to the bridge one more time. Come on. Hey. In a simple baby. Like everything I do. Let's sing together now. Cause yeah. Me and you, we're singing. La, 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 la. Thank you all. La, 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 la. La, 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 la. Ooh, yeah. La, la. We're gonna fade it out right now. We're gonna fade it out. La, la. Buy his music, buy his music. Na 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 la 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 la. So, und weil Dennis Brendes noch nicht seinen eigenen Song spielen durfte, bitte ich jetzt Dennis seinen Siegersong halt, bitte ich Dennis Brendes auf die Bühne mit seiner Band, die zufällig in der gleichen Besetzung ist wie Nick's Band. Viel Spaß! Hallo. Ich spiele gar nicht meinen eigenen Song, aber ich spiele einen Song, weil ich diese wunderbare Band hier habe. Nick Duschek, ein alter Hase im Showgeschäft. Wir haben schon in den 80ern, glaube ich, zusammen das erste Mal. Was war das damals? Vorband von Andrea Berg, ne? Nee, Blümchen oder Andrea Berg, eins von beiden, ich weiß nicht mehr genau. Aber da haben wir uns auch kennengelernt und dann haben wir Hene gesehen und haben uns gedacht, das ist unser Bassist und deswegen müssen wir jetzt auch diesen Song spielen. Und es gibt noch eine Überraschung, bevor wir diesen Abend endgültig schließen. Come on over.
Come on over, babe. Put your house up on for sale. Did you get a good lawyer? Oh, oh. Hope you didn't catch the jam. Hope you find the right man and fix it for you. And I'm shopping anywhere. Change the color of your hair. Touching all the time I used to tease it. Since I've come on home, well, my body's been a mill. And I miss your ginger hair and the way you like to dress. Couldn't you come on over and stop making a fool out of me? Why don't you come on over? Across the water, and I think of all the things what you're doing. In my head, I paint a picture. Since I've come on home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on? Dankeschön. Nick Mahaneke am Bass, Nick Duschek an den Drums. Und jetzt habe ich die Ehre. Oh. Dennis, unser letzter gemeinsamer... Auf einen letzten Tanz, den ihr...
Das ist ganz, ganz toll. Das muss ich jetzt auch noch mal kurz sagen, dass ich hier im Kulturstream so oft die Möglichkeit hatte, nicht nur zu moderieren, sondern auch ein bisschen zu singen. Und dank der tollen Musiker, die ich hier kennenlernen durfte, mache ich das jetzt auch einfach immer. So. So, was ist das hier? Nebel in der Hut? Nein. Du hast dir den Song gewünscht. Ich habe mir den Song gewünscht. Mal gucken, ob ich ihn auswendig hinkriege. Oh Gott, ich gucke, ob ich es ohne Wein schaffe. Ich sag schon mal Tschüss. Vielen Dank für ein tolles Jahr, Kulturstream. Auf weitere ganz viele schöne Jahre. Macht's gut. Finden wir raus, was das Problem ist? Muss was gedrückt werden? Irgendwas hat Lito vorhin ausgemacht. Nee, alles gut. Okay, dann fange ich an. Müsste funktionieren, tut es aber nicht. Okay. Okay, dann fange ich jetzt an. Nimm die andere Gitarre, oder? Nimm die andere Gitarre. Soll ja ein schöner Moment werden. Danke. Jemand wie Dennis, ich kann mich erinnern, der kam hier auch an mit Instrumenten bis zum Anschlag und hatte hinten seine kleine private Gitarrensammlung aufgebaut. Deswegen auch der Preis fürs Multitalent. Sehr gut. Macht mich jetzt auch gar nicht nervöser, dass das jetzt so ist. Ah, da ist es. Ah, oh, ich mache jetzt echt, das reicht jetzt. So. Thank you.
Servus, moin und grüezi zum Kulturstream live aus dem Liechtenstein-Studio im Kulturratskeller Hildesheim. Heute zelebrieren wir den dritten Weihnachtstag mit Local Legends und der Till.